So, ich grüße. War kurz auf der Toilette, deswegen habe ich nicht geantwortet. Ich habe richtig gut gejobbt. Ich muss meinen Stream Deck noch starten. Habe jetzt mal im Stream Deck meine Viewerliste, also meine Viewer-Anzeige ausgemacht. Das Gefühl, das haben ja auch schon andere gesagt, wie Daryl und so, dass wenn ich viele Viewer habe, dass ich dann anders spiele. Ich muss das mal abschalten irgendwie. Aleppo heißt das, nicht Kalippo. Mir geht nichts. Ich finde das gut mit dem 18-Uhr-Restart tatsächlich. Die Clips von Valle sind schon sick, ne? Okay, sorry, Chanel. Kommt hier mit What's Ball im Deck? Was geht ab, Farid? Ich habe mich auch totgelacht, als ich das gesehen habe live. Stell mir vor, Valle, jetzt eine Offense an den Server, so ich spiele ja hier und dies, das. Aber stell mir vor, Valle würde einen Tag auf Stage spielen. Das ist eigentlich mein Titel. Er würde danach wahrscheinlich von der Brücke springen. Das ist hier der Wir verhauen Josef Club. Lustig gestern Nacht, ich bin ehrlich. Kontext. Wir können uns das gerne mal kurz angucken, wenn du willst. Josef VOD. Warte. Twitch.tv Josef Ritter. Wir gucken uns das kurz an, Leute. Okay. Hier ist das VOD. Ich muss ganz kurz die Monitorszene anmachen. Wartet mal, aber ich glaube, es laggt, weil. Es laggt halt des Todes. Einfach aus dem Grund. Ich muss das Spiel nochmal beenden, Digga. Wenn dieses NVI fickt meinen ganzen PC, Digga. Hier, pass auf. Monitorszene für Szene. So eins, das ist. Ach, hör da auf zu lügen. Was ich von rede. Aber kurz. Kurze hier. Kann die Clips von Valle gleich auch hier ganz kurz onscreen aufstehen. Kurze Vorstory. Wir hatten ja den Beef mit Josef. Und da hieß es dann am Ende, dass die nicht in die Southside kommen. Und wenn wir die da sehen, kriegen die Schläge. Ich hab 80, 90, 100 FPS. Aber sobald ich Würfelpack bin, ist halt Katastrophe. Oh mein Gott. Ist Katastrophe, ne? Bei mir ist halt richtig wild, die Performance aktuell. Ich sehe gar nichts mehr. Es lädt nichts mehr. Es lädt gar nichts, Digga. Auf jeden Fall haben wir ja den Beef mit Josef gehabt und da hieß es ja dann am Ende, wir gehen nicht in die South und andersrum, wir gehen nicht in die West und er kommt nicht in die South. Wenn wir da jemanden sehen, von denen kriegt er halt Schläge. Und eine Woche zuvor oder 2 Wochen zuvor haben wir einen von denen direkt bei uns in der Nebenstraße gefunden. Den haben wir dann aufs Maul gehauen und haben dem gesagt, jo, beim nächsten Mal gibt's halt einen Stich. Dann haben wir gestern Josef bei uns gefunden. Ich brauch schnell einen Abschlepper, Digga. Jetzt ist wieder Cringe Overload, weil ich meine eigene Stimme höre, aber. Ja, was geht, Mann?
Alles gut bei euch? Die Frage ist, was machst du hier? Getankt. Aber irgendwie habe ich wohl diese getankt, jetzt fährt mein Auto nicht mehr. Ja, dann musst du wohl nach Hause laufen. Ja, ich lasse das Auto gleich abschleppen. Beruhig dich doch, ist alles gut. Nö, nee, ich beruhig mich gar nicht. Warum? Was ist deine Fleck in unserem Turf? Oh, scheiße, sag doch was, Mann. Kennst du dich auch selber? Merken, wenn du da in den Tuch atmest. Ach, Digga, das irgendwann vergisst man das. Wie Ohrringe tragen, Digga. Wenn die neu sind, merkst du da. Pferdepimmel auf dem Kopf. Ha? Oder Pferdepimmel auf dem Kopf. Ja, oder so, Mann. Ja, wir gegrinst jetzt. Die Westside ist verpiss dich. Ja, da hast recht, Mann. Ich rufe mir kurz einen Abschlepper, kein Problem, Kenner. Ja, kannst du auf den Weg rufen. Da, die, da, die, da. Sollte locker reichen für GTA. Also ich bin der Meinung... Ja, beruhig dich doch mal ganz kurz. Ich bin der Meinung, es liegt an den Objekten, die man aufstellen kann, aber gewisse Leute, die was zu sagen haben, sagen halt, das ist nicht so. Kannst du tanzen? Hä? Kannst du tanzen? Geht so. Es sind noch 10 Sekunden, dann bist du hier weg. North Customs? Jo, was geht, Mann? Ich bräuchte einmal einen Abschlepper an die Tankstelle. Bei in der Southside. Und da dachte ich, okay, der verpisst sich, alles easy. An die Tankstelle. Ja, da dachte ich so, okay, der haut ab, alles easy, Digga. Der verpisst sich jetzt, okay, Digga. Triple Flag. Weißt du wo? Ja. Ja, ja. Da brauche ich einmal ganz kurz. 4029, ne? Genau. Wir stehen da hinten und er läuft und steht da noch da und wir denken so, okay. Ich bin gleich da, ja? Alles klar. Er ruft den Abschlepper und verpisst sich dann. Tschüss. Yo, peace, man. Oh, ich muss doch ganz kurz eine Bandage kaufen. Und er kommt zurück einfach. Er kommt einfach. Das ist ja die maximale Provokation, oder? Dachte ich mir so, okay. Und wer uns kennt, der weiß ja, wie wir den 24-7 bespielen. Hola. Jo, was geht? Was geht ab, Josef? Nicht viel, Mann. Ey, du sollst dich verpissen, hab ich gesagt. Ja, spann dich doch mal, Kelo. Ey, hier wird sich nicht entspannt, du verpisst dich jetzt. Ja. Ich merke gerade, dass man meinen PC im Hintergrund hört, wenn ich rede. Das ist, ja, das ist, ja, das ist auf jeden Fall Monka S. Aber der ist auch so laut, wenn ich GTA spiele. Keine Ahnung, wie ich das regulieren kann, Alter. Sonst zieh dich das Leck aus, sondern das ist meins, hast du verstanden? Ja, okay, entspann dich mal. Nein, du verpiss dich jetzt, ich hab dir eine Ansage gemacht. Ja. Digga, bist du behindert? Pack mal das Messer weg, Digga. Bist du behindert? Verpiss dich jetzt, Mann. Verpiss dich, Mann. Ja, was soll ich ausziehen, Digga? Ist das mein Pullover, Mann? Lauf einfach, Mann. Josef, nochmal sagen, das ist eine Bombe. Alles klar, Digga. Scheiße, Digga, hol dir gleich ein Messer raus. Ach, halt's Maul, Mann. Geh mir auf den Sack. Hol dir sein Taschenmesser raus. Was hast du gesagt? Bleib mal stehen. Ja, was? Wen disrespektest du in dem Turf? Digga, bist du behindert? So. Was für ein Fucker. Und wir wussten nicht, woher sollen wir wissen, dass der low ist? Dass der nach zwei Schlägen liegt, so. Woher sollen wir das wissen, Digga? Hätte zwei Schläge kassiert, dann hätte der sich verpissen können. Aber dann ist es halt ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, ne? Ja, richtig verdient, Digga. Hundertprozentig sogar. Ja, Digga, man muss auch nicht übertreiben, Digga. Er muss es auch nicht übertreiben, Digga. Und dann lief es halt so, wie es gerade gelaufen ist, aber. Ah, Shadows, das kann ja natürlich sein. Das ist natürlich dann unlucky gelaufen. Ich denke mal, er hat gesagt, übertreiben, weil er halt auf dem Boden lag. Ich muss mal kurz das gucken. Nee, hab ich das nicht aus meiner Sicht? Nee, aber den Drive-By hab ich aus meiner Sicht. Lul. Okay. Ja, nee, es ist alles geklärt. Wir haben drüber gesprochen, so alles easy. Er fand halt, dass die Reaktion von uns überzogen war.
Fand ich jetzt nicht, weil er hat es halt maximal drauf angelegt, so, aber. Jungs, chillt. Legit. Ja, aber Bro, guck dir mal unter meinem Stream an, was ich für einen PC hab. Es kann nicht sein, so, dass der PC sich so anhört. Genau, Haze. Wenn der wieder zurückkommt, bettelt der um die Schule. Das hab ich auch gesagt. Ja, aber ich hab dann Angst, dass mit mir der PC um die Ohren fliegt, wenn ich die Lüfter runterregel, Tobi. Warte mal, ich mach mal ganz kurz IQ auf, dann kann ich dir gleich sagen, auf was die Lüfter laufen. Was geht ab, mein Jodo? Ich zock ab und... Was meinst du mit Gang Wars, Hannah Drip? Ich hab ne Wasserkühlung, sogar eine richtig gute. Ich hab ne, H150 Elite. Apelix. Ich kann dir jetzt sagen, auf was die... Jetzt gerade laufen die Lüfter, weil ich hier im Loading, im normalen Screen von GTA bin. Hier von Old V laufen die Lüfter auf 1500 RPM. Hey, ich hab schon echt das letzte Mal Bücher gelesen, Hayes, habe ich mit dir tatsächlich, ne? Ich hab eine Ayo-Wasserkühlung. Oder? Ich weiß es gar nicht, Bro. Wo sehe ich das? Ich hab's vergessen tatsächlich. Bist du. Geht das nicht sogar unterm Stream, Digga? Geht das nicht unterm Stream? Hallo? Check. Unterm Stream? Hallo? Check. Er steht nicht unterm Stream. Muss einfach kurz. Nee, ich hab ne Corsair-Wasserkühlung. Seh das Logo doch, ich Vollidiot. Die hier hab ich. Warte. Baller Gang, you want beef, bitch? Hallo und danke für deinen Follow. Ich hab die reingepostet, die hab ich, die Wasserkühlung. Und die dreht bei dir nicht so hoch, auch nicht mehr, wenn du alles auf hoch hast, etc. pp. Okay, ist eine Ayo, dann hab ich nichts gesagt. Bist du dir sicher, Bruder? Ich hab halt. Okay, warte mal, es gibt doch hier von. Geht das überhaupt? Einstellungen. Ich glaube nämlich, das buggt bei mir. Leistung. Okay, ich sehe hier nicht. Kann ich die Dings doch einstellen? Leistung erweitert. Ich sehe halt nicht die Dings, ne? Die Temperatur hier mit dem scheiß Standard-Overlay von Nvidia. Also die RPM ist jetzt bei 100, bei 1000, so. Noch ist der PC. Noch ist er nicht ganz laut, so. Wenn ich jetzt aus der Bude aber gehe, warte mal ganz kurz.
Wenn ich aber jetzt aus der Bude gehe und die Grafik auf einmal hochgeschraubt ist, so, dann fängt der PC halt an zu fliegen, sag ich, wie es ist. Hast du auch IQ oder was, Tobi? Kannst du das einstellen? Ne, jetzt ist er bei 2000 RPM sogar. Ich hab keine NZXT-App, ich hab die IQ-App. Von Corsair. Ja, was stelle ich hier denn jetzt? Stell die mal auf leise. Ich stell die mal auf leise, mach NZXT Cam auf und guck mir die Temperaturen mal an, wenn ich jetzt streame. Guck mir einfach die Temperaturen an, wenn ich jetzt streame. Aber mein Game sieht halt auch schon sick aus, ne? So auf PC-Monitoring. Kann ich auch in-game anmachen. Einstellungen, Overlay. Das hat nicht funktioniert. Jetzt kriege ich die Konsole nicht mehr zu. Danke, NZXT. Ah, jetzt geht's. Anzeige-Hotkey. Zeig mir doch bitte das Overlay an. In-game. Also, meine CPU-Temp ist jetzt auf 44 Grad. Meine GPU-Temp ist auf 62. Wo sehe ich die Wassertemperatur? Ach, ich glaube, das ist diese Temperatur, die rechts angezeigt wird, ne, bei IQ. Hey, jetzt ist das ja ultra leise, Digga. Ich höre gar nichts mehr. Es läuft jetzt auf 1000 RPM. Komm, wir spielen das mal so und gucken mal, wie das jetzt hier läuft. Kurz den Screenshot an. Was hast du für ein Programm, Tobi? Welche Software aber? Bei mir sieht das so aus. Warte, ich mache nochmal ganz kurz die Monitor-Szene an. Kurz. GTA-Szene auf. Guck, bei mir sieht das so aus. Kann ich die Scheiße denn updaten? Du meinst doch das hier, oder? Das hier. Aber wenn ich draufklicke, sehe ich ja nicht nur das, sehe ich ja nicht das, wie es bei dir aussieht. Guck. Unten. Bro, ich bin verwirrt, ne? Einstellungen nach Updates suchen. Ja gut, dann updaten wir wohl mal kurz, ne? Ich finde auch, ne? Grafikmod, ich kann einfach bis hoch in die Projects gucken, das bockt so einfach, guck mal. Einfach bis nach oben auf die Main gucken, das ist so heftig. Ob die Render Range jetzt so weit reicht von GTA, aber da brauchen wir nicht drüber reden. Falls ihr jetzt sagt, es laggt und so, ja, Digi, das laggt. Aber es liegt halt daran, dass ich Monitoraufnahme anhab, etc. pp.
Aber wo steht denn bei IQ die CPU-Temp? Ja, das ist jetzt meine ganz normale Temperatur. Aber das stimmt halt nicht so. Das ist die Pumpe, die er hier anzeigt. Deswegen habe ich IQ runtergeladen. Was will ich, was soll ich denn mit Afterburner, Bruder? Das ist nicht zum Takten von Grafikkarten oder so? Hallo, hallo? Ja, perfekt, warum auch immer ist einfach ausgeschmissen, warum Mikrofon einfach gewechselt wird. Okay. Ich glaube, ich bin dumm, Alter. Ich finde den Afterburner Download nicht. Ich muss hier Afterburner. Wo ist denn hier der Download-Link? Ganz runter. Hahaha. Kann ich das installieren? Ja, natürlich nicht, aber es ist halt schön anzusehen, so ein PC, ne? Was bei mir nur der Fail ist, die Radiatoren haben ja auch, sind ja auch RGB, aber mein Bruder hat mir ein Gehäuse gekauft. Also hat mir ein Gehäuse in den Einkaufswagen gemacht oder hat das Gehäuse mitbestellt, wo man die Radiatoren nicht sieht. So, das ist. Ne, ich kenne das nicht. Kann ich das jetzt hier installieren, ohne dass ich mein PC neu starten muss? Das geht ab, Suna. Ja, RGB ist schon geil, so, ne, aber dass man da einen auf
Das sieht jetzt auch ganz anders aus hier. Okay, muss ich hier irgendwas einstellen oder läuft das automatisch? Nee, ich habe keine neue Grafikkarte. Die habe ich jetzt seit Februar. Läuft das automatisch, Marco? Was geht ab, YT? So, oder was? Kann ich das jetzt einfach weg-xen, oder? Oder ist dann die Einstellung überworfen? Baller Gang! You want beef, bitch? Bruno, danke für dein Follow. Okay, dann haben wir das drauf. Aber wo sehe ich denn jetzt hier im neuen Dings die... Ah, okay, hier ist die Temperatur scheinbar. War es nur die Wassertemperatur, oder? Ah. Okay, dann... Das lasse ich mal offen nebenbei. Ich habe doch gerade die Mini-Mode angemacht. Warum geht das nicht? Egal, Digga. Komm, wir starten GTA. Nee, ich brauche die nicht glocken. Ich glaube, die R3070 ist reicht für alle Games aus, oder? Ach, hier oben ist der Minimode jetzt. Ah, okay, perfekt. Wir beobachten das mal. Und wenn das stabil läuft heute den ganzen Stream über, dann kann ich ja auch einfach die Temperaturen wegmachen, oder? Ende des Tages. Wird euch das jetzt nicht mehr... Aber ihr müsst das ja nicht beobachten. Ja, wo soll ich denn sonst hinmachen, Digga? Ihr stört das doch, oder nicht? Einfach hier hinmachen? Genau, ich change jetzt gleich die Source. Ich setze Monitorauflösung aus. Die Monitoranzeige aus. Die Anzeige nehme ich. So, zack, zack. Aber warum leckt das jetzt, wenn ich mein Passwort eingebe? Ich habe keine Bildschirm. Ich habe die Bildschirmaufnahme angehabt, damit die Leute sehen können, was ich gerade auf dem Desktop mache. Deswegen hatte ich die Bildschirmaufnahme nur an, Struti. Weil die haben mir ein paar Tipps gegeben mit Afterburner und sowas. Ach, guck mal, seht ihr, wie das leckt jetzt so? Ich weiß nicht. Ich muss ganz kurz was machen, Jungs, ihr kennt das. So. So, das Monitoring packe ich auf den zweiten Bildschirm. So, ich gucke mich jetzt einfach an. Mein After, ja. Ey Jungs, ich brauche hier jemanden, der sich mit After Effects und Photoshop auskennt. Ich würde gerne ein Logo haben. Safe eh an der Tankstelle oder an der Megamall oben. Ich gehe mal gucken.
Ich weiß, dass die sich gut mit Photoshop auskennt, aber After Effects ist halt auch die Frage. Hier sind die schon mal nicht. So, was ich... Noch läuft, oder? Noch läuft. Huch. Och, kein Schwein, wo sind die? Haha, guck mal, ich hab meinen Juan gefunden. Was geht ab, Simon? Jo. Ja, wo seid ihr? Oh. Ja, wo seid ihr? Wir sind gerade bei... Wer ist das Ding hier? Vespucci-Dings. Klamottenladen oder was? Jo. Sind die mit Autos? Wir sind im Cavalcade, ja. Ja, okay, dann bis gleich, dann warte ich an der Tanke. Okay. Wisst ihr, was mich am Handy stört? Diese Delay-Zeit, bis man das Handy wieder einstecken kann, das ist so ultra nervig. Mal ganz kurz den Boy hier umziehen. Ja, genau das ist es nämlich. Ich hole mein Handy raus und muss einfach stehen bleiben. Dann, like, what? What? Ja, Marv, ich bedanke mich jetzt schon mal für das tolle Paint-Logo. Ja, genau das meine ich nämlich. Yo, check, what up? Hello. Wo ich meine Uhr hingepackt habe. Ist im Kommode, ich weiß es aber nicht. Absurd. Die Frisur ist richtig, aber ich finde, die steht meinem Char halt übertrieben. Alles gut. Ein Big Mike sieht aus wie Daryl. Ich wollte im Kommode nach meiner Uhr gucken. Wir haben wenig miteinander zu tun. Es gab eine Situation, aber die ist jetzt geklärt im RP. Ist er doch. Ja. Wie die geklärt wurde, mit Worten.
Das ist so viel angenehmer. Ich erwisch mich schon gar nicht mehr da. Erwisch mich schon gar nicht mehr dabei, wie ich auf meinen Stream Deck gucke und wie viel Viewers ich habe und sowas. So viel angenehmer. Das ist so ein dummer Fehler gewesen, den ich die ganze Zeit gemacht habe. Ja, ich bin OG von den Brokers. Wer ist denn Seebach? Ist wieder neu alles. Oh. Ja. Ich suche gerade Motoren, weil ich habe ganz viele Motoren hier günstig rausgezogen. Letztens. Was geht? Ja. Alles fresh. Ja, bei dir? Ja, muss, ne? Hier ist so Scorcher-Gang-Schaltungen und so habe ich etliche rausgeholt. Echt günstig sogar. Wollt euch daran erinnern, dass eure 10 Minuten Parkgebühr gleich fällig ist, ne? Wie viel muss ich bezahlen? Ja, $50. $50, ich müsste das schnell holen gehen. Ja, oder du parkst einfach dein Auto weg, dann ist da ja gegessen die Sache. Ne, ich kann auch bezahlen. Na okay, dann hol die $50. Okay, warte hier. Ich finde das ja nice, Digi, dass jetzt die Southside hier gerade der Markt mehr belebt ist. Aber die stehen dann halt auch einfach nur rum, Digga, und sprechen nicht an dem Typen, ne? Was geht ab, Dean? Na, alles gut bei dir. Ich habe einen Adidas-Brand, der steigert, ne? Habe ich auch schon aufs Konto überwiesen, das Geld. Ja, alles gut, easy. Ich habe noch nicht reingeguckt jetzt. Alles gut. 2009 war das Brand und liegt noch im Import. Ja, schmeiß es, wenn du was haben möchtest, schmeiß es einfach rein. Ja, wir sind uns auch nicht so sicher. Ja. Hat er dir gesagt, wie wir das machen wollen? Weil ich habe bisher, glaube ich, nur mit Zimmer drüber gesprochen. Ja, meinte, er schreibt dann SMS. Genau, ja, genau. Schreibt einfach ein SMS, schmeißt es ins Lager rein. Wenn ihr es nur so zieht, nehmt es euch unten aus dem Import, legt es bei euch ins Lager. Wenn ihr dann was haben wollt, schmeißt es bei uns rein und schreibt uns, was ihr möchtet. Jo, machen wir so, alles gut. Ja, das ist der einfachste Weg. Okay, perfekt. Also kommen wir nicht durcheinander mit den Brands. Wie lange stehst du schon hier? Ich? Ein paar Minuten. Nee, der Homie mit der Cap. Ja, es sind ein paar Minuten, aber ich bezahle das. Perfekt, dann kannst du sogar noch 20 Minuten stehen jetzt, ja, alles gut. Perfekt. Dean, hast du da mal eben die paar Minuten? Ja, gleich, ich check nur noch kurz den Import. Kokosnusskopf, sagt der, jetzt bin ich gekränkt, Digga. Brauchst du ein Supreme Brand? Wenn ja, check Import. Ach, Simba hat auf das Supreme geboten, weil das ist auf 8 hoch. Achso, ja gut, das habe ich nicht gesehen. Kaiser überboten wurden. Na klar, jeder wird doch überboten. Ja, ja. Ja, ich wusste das jetzt nicht, ob er da drauf gebunden. Aber guck mal rein, da ist ein Babe reingekommen, ganz das letzte. Kannst du nehmen. Babe ist nice. Die Hosen sind echt geil. Ja, das ist halt eine Badehose, ne? So eine Luxury-Badehose. Ja. Aber ich brauche keine Badehose für $5,000. Ja, das stimmt. Gibt eine Menge, die das möchten. Boah, die haben sich jetzt alle verpisst und haben mir kein Geld gegeben, ne? Demnächst werde ich halt aggressiver, so, dann haben die Pech gehabt. Jo. Dicke Wichser. Was, warum kann ich nicht bieten? Ich fahr mal weiter in den Hort rein, Leute. Jo, mach's gut. Ciao. Achso, weiß ich schon. Ey, hat einer eine Ahnung, welche Bandana Mod Storyline used? Oder Lucky V? Also welche Pants Bandana Mod die benutzen? Bunker auf dem Dach sehe ich mich. Da hat Vivaldi sich damals gesehen bei den Losts. Im Bunker auf dem Dach.
Nee, ich meine, warte. Es gibt auf Lucky ja auch diese Bandana-Mod, aber die ist nicht so wie bei uns. Auf Lucky ist die dynamisch. Die bewegt sich im Wind und so. Guck mal, wenn ich jetzt auch so auf mich aufs Fahrrad setze, dann und damit fahre, dann ist die, dann klebt die so an meinem Arsch. Weißt du, was ich meine? Das ist bei Lucky halt nicht so. Vielleicht könnte man die noch austauschen, wenn alles gut läuft. Wenn man die Mod halt findet, so, aber irgendwie findet man die halt nicht. Huch. Habe ich den ganzen Temperatur? 51 Grad? Läuft? Also die auch im Hafen unten auf den Dächern oben stehen. Die Bunker. Wir haben auch noch ein paar Bunker im Lager bei uns. Das wird, glaube ich, niemals mehr aufhören, Mann. Was wird nicht aufhören mit den Brands oder was? Mit den täglichen Klamottenbesuch dreimal am Tag, Alter. Na, Simba hat doch sowieso eine Fashion-Krankheit. Ja, heute ist es der Mexikaner, Mann. Paco, Junge, Alter. Was denn? Achso, ich hab Lulu. Macht nichts. Lulu war schon immer mein großes Vorbild, ey. Ne, wir sagen immer, der sieht aus wie Josef. Eines Tages habe ich so eine Fahrradsammlung wie er. Hab ich genug Fahrräder. Aber gemacht. Überleg mal, wir haben das doch früher alle gemacht. Hier, Dachdecker, dies, das, ne? Aber man entwickelt sich halt weiter. Was denn? Ist Abdullo viel heller gewesen als ich? Der war so wie Lili. Geht gar nicht. Ja, natürlich. Hast du mal meine Frau gesehen? Natürlich geht das. Das ist, als ob die einen Überguss bekommen hätte von Zuckerguss und so. Oh, ein Donut, Mann. Boah, die war zu lange in der Küche, hat mit Mehrung gespielt. Ja. Das gerade ein rassistischer Frauenwitz sein, oder was? Nein. Gerade hätte ich gefeiert. Mal was gucken. Ich hab gelesen, ihr habt Josef auf die Fresse gehauen, Mann. Ach so, ja, klar, sehe ich gleich. Jo. Keiner angerufen. Ich bin verwundert, dass mein Telefon nicht 100.000 Nachrichten hat. Normalerweise kommst du raus und bist erstmal eine Stunde telefonieren. Ja, weil man dann halt auch absolut im Headglitch war, ne, in den Bunkern. Das war schon wild. Digga, was macht der da? Elvis Presley. Die fahren einfach rum, Digga, und verdienen da so damit ihr Geld, ne? So. Schauen, ob es den Menschen in der Stadt gut geht. Was eigentlich wenig Sinn macht, weil wenn es einem nicht gut geht, kommen die Leute ja zum Arzt. Ich sag nur, Punkt ist rot, ne? Ich bin drauf. Also, ja, fahren sinnlos rum und verdienen dabei Geld. Ey, aber sei mal ehrlich, die Ballerei war doch so geil, Alter. Sag mal, hat das die Ballerei hat so Bock verkauft, gemacht. Oder hat er das nur verpachtet oder so? Das an Roland. Als wir dann noch hinterher in die Eastside gegangen sind und die Eastside gepusht haben, das war so geil, das hat so Spaß gemacht, Alter. Ey, das ist über das Auto aus. Jo, ich ruf Abdullo jetzt an, ich frag. Welche war die erste? War das die, wo wir da gepusht haben? Der hat sein Handy nicht an. Ja, keine Ahnung, wir verpassen uns auch die ganze Zeit. Der versucht mich seit 3 Tagen anzurufen. Ja, die Projects waren voll an dem Tag, ne? Was da alles drin stand, Alter. Ach nee, das war der Lobbykrieg. Waffenlobbykrieg. Easter gegen Southside war aber auch... Aber ich finde, wenn solche größeren Stränge das auch mal hergeben, dann finde ich das auch legit so, ne? Waffenlobbykrieg. Als wir in der Saints-Hood waren, Digga. Was geht ab? Und auf einmal kommen da 150 Leute angestürmt. Alle schwarz vollmaskiert. Das war so wild, Digga. Das war so wild. Alles klar, bis gleich, Mann. Yo, peace. Keine Ahnung, irgendein Marko Jovic hat das angezettelt. Da war ich im Marshall. Erster Tag mit dem Taser haben sie mich dahin geschickt.
Marco fucking Jovic, ja, so ein Ding ist das. Luan, Alter. Ey, wusstest du, dass Luan. Luan, ich schick dir mal was. Schreib mich mal bei Discord an, Luan. Guck dir das an, Juan, und sag mir dann, mach deine Reaktion aber bitte im Stream. Es hat Bock gemacht, so, ich bin ehrlich. Aus dem Trauma wurde er zum Revolverhelden. Shit. Jungs. Rote Hose hier oben. Jesus. Fucking MJ, warum hat er die Hose? Die Jacke. Ich glaube, das war MJ, oder? Ja, das ist auf jeden Fall sein Auto, was immer vor seinem Haus steht. Warum hat er so eine heftige Jacke? Der kann mir die mal geben. Keine Ahnung, von Rina vielleicht? Ja, wir dachten auch, dass MJ tot ist, aber ich weiß ja nicht, was da im Support gesprochen wurde. Geht, was geht? Weiß nicht, wie lange ich streame, ich bin ehrlich. Was hast du gesagt? Cash? Was geht? Was geht ab, Desmond, hat er gesagt. Ja, nicht so viel, glaube ich, oder? Nicht so aus. Wo warst du? Wo kommst du her? In der Bude. Ach so. Ich hab noch was Essen geholt, kurz. Und die anderen sind wohl bei Pucci, Vescucci oder wie auch immer der Kacke ist. Oh, die sind ja da schon weg. Und jetzt? Oh, die fahren alle Klamottenläden ab, die suchen ein bestimmtes Paar Schuhe. Wow. Ein bestimmtes Paar Schuhe. Das habe ich gestern auch gemacht. Da war ich so desperate, ich habe das nicht gefunden, das Urteil, was ich haben wollte. Bei den Frauen liegt das bestimmt in der Bude, Alter. Ey, ohne Witz, ne? Meine Frau könnte locker eine eigene Kleiderboutique aufmachen, so viel Klamotten hat die in ihrer Wohnung. Würden wir allen Frauen ihre Sachen zusammenschmeißen, dann hätten wir einen eigenen Kleidungsladen, oder? Ehrlich so. Erzählt, Alter. Lili hat 19 Paar Flipflops, Alter. Was hat die? Was? 19 Paar Flipflops. Wie viele Klamotten habe ich noch nicht mehr insgesamt? Das übertreibt man nicht. Aber Flipflops sieht man doch nur im Sommer an. Jo. Warum hat man 19 Paar Flipflops? Bruder, frag mich nicht. Alle gleiche Farbe. Alle gleiche Farbe, was? Jo. Zwei, drei andere sind unterschiedlich, aber der Rest halt. Geht ja mal ein Wollsocken drüber mit Flipflops. Was sagst du? Musst du Wollsocken anziehen. Unter den genau, Flipflops? Flipflops? Genau. Ja. Cash Winter. Der Modeguru. Natürlich, ich guck mir meine Schuhe an. Guck dir mal an, was er sich da an den Bart rasiert hat. Das ist ein Vollidiot. Nein, das ist mein Merkmal. Na, guck mal, wie süß ich hier aus bin. Oh, mir ist gerade ein bisschen Kotze hochgekommen. Junge, jeder sagt, ich habe Hundeaugen. Jeder sagt es? Caleb, habe ich Hundeaugen? Wer ist jeder? Was hast du für Augen? Hundeaugen. Wow-Augen. Dein Hund. Nee, Digga, du hast keine Hundeaugen. Wozu war das WTF, Tobi? Mm.
Wo sind die, Digga? Die fahren doch jetzt nicht hier. Ich fahr mal zum Park. Ja, mach das. Geht. What up? Hast du am Autohaus da vorne oder was? Yo, hab grad mal. Wer Auto sind die? Hä? Huh? Wer sind die? Vom Autohaus. Welches Auto hast du verkauft? Mein Camacho. Ah, oh, okay, perfekt. Jojo. Aber wer sind denn, wer ist das? Boah. Juri, nee, nicht Juri. Ich weiß gerade seinen Namen nicht, Alter, keine Ahnung. Aber der war früher Mitglied vom Gio und hat sich dann irgendwann gesplittet und sein eigenes Restaurant, glaube ich, aufgemacht oder so. Und jetzt gehört ihm das Autohaus so irgendwie. Ja, aber das ist doch von Abdullo das Autohaus. Yo, aber ich glaube, der macht das irgendwie in Kooperation. Ich glaube, der ist von irgendeinem anderen Autohaus noch, aber irgendwie ist das so eine zusammen. Das ist Sunset Cars. I don't know. Ja, aber wie wäre es denn, wenn wir Sunset Cars mal ein bisschen Geld aus den Rippen leiern dafür, dass die in Frieden arbeiten dürfen? I don't know. Ich finde es immer cool, dass hier überhaupt irgendjemand arbeitet und irgendwas dafür tut. Das Ding war ja, weiß ich nicht, wie lange leer. Außer hier unter Abdullo, der alle 3 Monate mal hier hingefahren ist und irgendein Auto überschrieben hat oder irgendwas gemacht hat. Ja, aber auch als Abdullo das noch hatte und damals in den Projects und so, da war das ja auch immer leer. Jo, deswegen sage ich ja. Und jetzt wird das wieder gemacht. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, das gehört noch Abdullo. Aber irgendwie hat Abdullo so eine Kooperation mit diesen Sunset Cars und das ist der Typ da drüben und der macht jetzt irgendwie diese beiden Autohäuser so irgendwie oder irgendwie, keine Ahnung. I don't know. Irgendwie sowas. Aber der kriegt gut meine Autos verkauft, hat ein Camacho bei mir für 55.000 verkauft bekommen. Easy. Echt? Jojo. Bin jetzt wieder flüssig. Der soll mal mein Minivan verkaufen, der Wichser. Ja, musst du hingehen und ihn fragen. Dann nimmt er die Daten auf und easy. Einfach holen. Was geht ab? Was geht ab? Ich hab gehört, einer von euch ist Autoverkaufsspezialist. Na richtig. Ja, hier. Hab hier so ein Minivan Custom zu Hause bei mir stehen. Meinst du, den krieg ich mal verkauft? Ich könnte versuchen, alles zu verkaufen. Ob ich es verkauft bekomme, werden wir dann sehen. Das ist ja auf jeden Fall crazy so, weil ich die Karre verstaubt bei mir nur. Ja, ich hab's ja, du bist wahrscheinlich Kumpel von Liam, ne? Naja, sozusagen. Ja, genau. Und ja, klar, bei ihm hat es auch funktioniert. Also von daher, bring vorbei. Mach Kofferraum leer, guck, dass du 3 Schlüssel hast, weil wir einen brauchen wir dafür. Und dann, ja, wenn da so ein technischer Service noch anfällt, keine Ahnung, eben eine Reparaturwerkstatt besuchen, dann mach das bitte. Weil es halt blöd, wenn der neue Kunde da sich reinsetzt und da sind schon alle Lampen am Blinken und so weiter. Naja, klar. Ne? Und dann halt nochmal volltanken und dann kannst du wieder hinstellen und versuch hier was zu verkaufen. Und letztendlich, bei Erfolg, bekomme ich dann 3% dann vom Verkaufspreis. Ja. Deswegen, wenn du sagst, Summe X, du willst für dieses Fahrzeug so und so viel 1000 noch haben, dann schlagen wir eh ein bisschen was drauf. Um halt, damit du halt deine Wunschnummer auf jeden Fall erhältst und halt noch was drauf. Wie bei Liam halt. Ja, Liam war das beste Beispiel. Der hat also mehr bekommen, als er eigentlich wollte. Und wir haben auch noch was verdient. Also was brauchst du jetzt? Was war jetzt mit den Schlüsseln genau? Also einen Schlüssel brauchen wir von dir. Ja. Du musst aber 3 haben, wenn du zum Verkauf. Ja, die habe ich ja. Aber einen brauchen wir und das Fahrzeug. Dann den Kofferraum leer machen. Wenn irgendwie Lampen leuchten, nochmal zur Werkstatt. Ja, das habe ich alles mitbekommen, alles easy. Genau, Volltanken, vorbeibringen, wir bereden das restlich dann hier vor Ort mit dem Geld und so weiter und dann am Ende bekommen wir 3%, das am Ende, wenn es verkauft wird. Oh, scheiße, dann hole ich mal kurz die Karre. Ja, klar, mach das. Bin alles klar, bis gleich. Ben, Bruder, danke für den Reset im 15. Monat, auch einfach schon fast, also über ein Jahr schon dabei, der gute Digi. Vielen lieben Dank, Ben, ich danke dir auf jeden Fall für den Reset und einfach Julian... 18, danke für den Follow, mein Willkommen. Das ist das Band, das ist die Bandana-Mod. Nee, Brudi, das ist die Bandana-Mod, die wir gerade auf dem Server haben. Oder haben die irgendwas anderes? Das, die haben wir ziemlich safe auf dem Server. Die Mod. Gerüchte über deinen Char-Tod.
Nö, hier hat nur jemand gefragt, wäre ein Cleaner gewesen. Das stimmt allerdings. Hat nur jemand gefragt, ob du nicht einen Schartod hast. Also, nee, dass sie dachten, du hättest einen Schartod. Voll. Gang, gang, yeah. Aus dem Krankenhaus, dann hoffe ich, dass jetzt wieder alles fit bei dir ist. Ja. Guck dir mal an, welche Adidas-Schuhe du haben willst. Dann gebe ich die Brands gleich ab. Ich weiß nicht, ob meine Frau will, aber glaube ich auch so eine Leggings haben. Ja, dann baut das mit Cory aus. Ach, die soll einfach aufs nächste Brand warten, ganz einfach. Ich will die Adidas Superstars mit den weißen Socken, Mann. Ich ziehe dazu immer gerne weiße Socken an. Ja, du musst mir mal den genauen Namen davon sagen. Weil ja, aber soll ich mir den jetzt aus den Rippen zaubern? Ja, gehst du zum Klamottenladen und guckst dir die an. Kannst du da anprobieren. Hast du da ein Etikett? Genau? You know? Ja, mach ich gleich. Okay, perfekt, perfekt. Sag mir dann einfach Bescheid. Jo. Tschüss. Tschüss. Ja, mein Schatz? Du hast mich nicht mal angerufen. Ich hab Simba angerufen, weil, ich dachte, ihr seid eh oben an der Tanke. So? Ich habe gerade an der Tankstelle jemand mit dem Mittelfinger gezeigt. Ich dachte, das bist du. Ja, und du. Okay, hau rein. Du verwechselst mich, aber heulst dann rum, dass ich dich nicht anrufe. Du bist hier auf den Straßen unterwegs und meldest dich nicht mehr bei mir? Ja, Prioritäten setzen. Nee, Quatsch. Ja, ich verkaufe jetzt, also ich gebe jetzt mein Auto da oben ab. Ich bin ja eh hier bei uns die ganze Zeit. Und? Und? Weil du frechst zu mir, was kriegst du das Adidas Brand nicht, hast Pech gehabt. Ja, will ich auch gar nicht so. Tschüss. Tschüss. Echt, sowas gibt es oder was, Jazza? Wusste gar nicht, dass. Bin am Tanken, pass auf. Guckst du so? Willst du dich prügeln? Ich will dir nicht schon wieder wehtun. Das letzte Mal, ja, ne? Aber ab jetzt. Ab in den Urlaub jetzt, oder? Ich weiß nicht, ob der sich jetzt denkt, oh shit. Meister, bist du sicher, dass du so eine Karre verkauft bekommst? Warum nicht? Du hast ihn auch gekauft, oder nicht? Nee, hab ich geschenkt bekommen, tatsächlich. Oh ja, ziemlich cool, aber interessant. Ja, kannst du ein Fenster aufmachen? Da ist ein Fenster hier, was hier runtergeht? Oder was? Eine Schiebetür. Oha, wie geil ist das denn? What the fuck? Ja, das Ding wird doch verkauft. Ich kann auch die Tür, warte mal, lass ich mich mal kurz nach hinten lehnen. Ja. Ja, warte. Ja, what the fuck? Ist doch geiles Auto, ja klar. Klar, ich kann den verkaufen. Klar, der ist doch ja. Interessant. Guck, was du für Boxen drin gebaut hast immer. Ja, das ist full-tuned, ne? Ja, ja, ja. Ach klar, aber ich denke mal. Aber ich könnte es mir vorstellen. Natürlich kommt auch dein Preis an, klar. Ne? Ich weiß nicht, was das Ding wert ist. Halt. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Checken wir gleich mal. Hat der vorne auf der Motorhaube irgendwelche Flecken oder ist das der Schatten von irgendwelchen Bäumen hier? Nee, das ist die Folierung. Ah, da ist eine Folierung drauf. Ah, was ist das? Ich kann gar nicht erkennen. Das ist eine Dame. Ich sehe es gerade. Totenkopf, hier so ein Skeleton. Eine Dame, die so in dem Arm liegt von dem. Ah, schon geil. Naja. Aha. Hier drüben auch noch so foliert. Ja, okay. Er ist auch geil mit Folie. Kein Käufer für geben, klar.
Oh, das Bandana ist ja richtig sick auf dem Kopf, Digga. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da Interesse besteht bei irgendwem. So, dann muss man mal schauen. Ich gebe dir mal einen Schlüssel. Genau. Perfekt. Kannst du mal kurz gucken, ob der noch passt oder ob ich irgendwann mal einen Schusswechsel gemacht habe? Ja, ich gucke mal, ob der passt. Ist ja perfekt, wenn der passen würde. So. Ja, scheint der richtige zu sein. So, ich fahre schon mal zum Tor und dann fahren wir irgendwie kurz rein. Drin machen wir dann den Rest. Okay? Was meinst du mit Rest? Kann ich dich einfach einen Preis sagen? Achso, ja gut, können wir auch hier machen. Warte, dann mach ich mal kurz meinen Wagen aus, sonst wird der nachher der Tanke noch leer sein. Wie viele Boxen hast du hier eingebaut? What the fuck? Genug, Alter, genug. Selbst in der Tür sind ja 18.000, gefühlt. Also, pass auf, da muss ich jetzt erstmal... Muss das knallen, wenn das Ding zur Hotbox wird. Ja, auf jeden Fall. Hotbox ist das, wenn viele drin rauchen und so, ne? Ja, genau. Ja, hab ich schon mal irgendwie so aufgeschnitten. Ja. So, auf, wir machen ein neues Angebot, erstelle ich jetzt mal. Dort ein Augenblick hin. Ein bisschen Geduld musst du haben, einen kleinen Augenblick. Alles easy. Ey, shit, die Dinger sind ja richtig sick, Digga. So, dann lade ich das mal hier. Holy fuck. So, dann bräuchte ich tatsächlich mal deinen Ausweis bezüglich Name, weil wir da halt dann auch sicher gehen, dass du dann ja, bist, klar. Den Wagen wieder bekommst. Warte, lass mich mal kurz raussuchen. Caleb oder Caleb, wie spricht man das? Caleb. Ah, genau. Bradley, okay, Caleb. Warte, ist für mich. Caleb und dann Bradley. Mal kurz gucken, was richtig geschrieben war. Kriege ich Flashbacks von Hernandez, weil der mich immer Caleb genannt hat. Das schon wir haben, bitteschön. Ja, danke dir. Sehr gerne. So, dann eine Telefonnummer, wo ich dich erreichen könnte im Fall einer Vermittlung. Die Durchwahl, die Vorwahl kenne ich. Zweimal die 37, zweimal die 10. 37, 37, 10, 10. Ich wiederhole nochmal. 37, 37, 10, 10. Genau. Okay, das Fahrzeug ist jetzt nochmal genau was? Wie heißt der? Guck mal auf den Schlüssel, da steht irgendwas drauf. Ja, warte, ich guck mal kurz. Minivan Custom. Minivan Custom, okay. Vapid Minivan Custom. Ja, okay, habe ich gefunden. 152 PS, müsste ich jetzt auch mal nachgucken, ob das so ist tatsächlich. Ah, das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht, ob das der größte Motor ist. Na, ich schau mal eben kurz. Fahrzeug, ich habe jetzt den Schlüssel. Nee, dabei. Ist nicht der größte Motor. Na, wie viel hast du, wie viel kannst du sehen, 100 PS? 133, gucken, ob ich es bestätigen kann. Ja, 133, aber erst noch nicht mal 260 Kilometer. Okay, 133 PS, das ist der... Der kleinste. Oh, der kleinste, okay. Kilometerstand 260 roundabout. Aber wer braucht doch bei so einem Auto den größten Motor? Ja, schon klar, wir versuchen es, Caleb. 05-2020, dann schaue ich das Auto mal auf. 05-2020. So, das Kennzeichen müsste ich mir mal ganz kurz aufschreiben. Das ist LSDI. Also was heißt denn DICE? Keine Ahnung, ich habe das Kennzeichen nicht abgeschraubt, als ich den Wagen bekommen habe. Okay, ich mache Stück für Stück hier. LS-Leerstelle, DI3, glaube ich. DI3, I2. Gut, die Kraftstoffart ist ein Benziner wahrscheinlich, ne? Naja. Müsste eigentlich, ich weiß es nicht, Alter. Okay. Aber perfekt. Wo ich ihn gerade getankt habe, ich habe halt Benzin getankt, ich weiß nicht, mal gucken. Ja, wenn Benzin reingemacht hat, dann sollte, wenn er noch läuft, auch Benzin sein, tatsächlich. Jetzt gucke ich mal, was das Fahrzeug normalerweise kosten würde. Wenn ich ihn jetzt bauen, ja, wenn ich dafür nur 15.000 bekomme, dann ist das so, Alter. Ja, ich dachte, das Ding ist weg. Naja, ich gucke mal. So, das sind 133 PS Motor, der ist ein bisschen günstiger. Kilometerstand ist ja quasi null mit den 260 Kilometern. Ja, okay, ich würde Folgendes versuchen anzubieten. Deinen 15.000 finde ich schon gut. Tatsächlich, ich würde ihn anbieten im Autohaus für 19.900. Jo. Das heißt, das wäre momentan das günstigste Fahrzeug, was wir haben. Also du willst auf jeden Fall so schon mal 15.000. Das sollten wir eigentlich wirklich schaffen, tatsächlich. Ich bin schon sehr optimistisch. Ich biete ihn an für 19.900 und du wirst wahrscheinlich mehr als deine 15 bekommen, wenn er dann verkauft wird. Also du wirst sehr wahrscheinlich mehr als deine 15 bekommen. Ja, das wäre ja cool. Naja, wie gesagt, wir bieten an für 19.900.
Das Tuning, weißt du zufällig so ungefähr, was jetzt Full Tuning, was bedeutet das? Ich kann ja mal abfragen. Auspuff? Ist nicht Serie. Also ist geändert worden, ist getuned, okay. Ja. Body Kit hinten und vorne, also Stoßstange, irgendwas gemacht worden, vorne, hinten? Oh, das weiß ich nicht. Okay, Bremsanlage? Das weiß ich auch nicht. Fahrzeugfolierung hat er. Die Sitze sind wahrscheinlich serienmäßig bei dem Fahrzeug. Ja, genau. Die Federung ist ja tiefer gelegt oder irgendwas? Ich glaube nicht. Sind die Felgen und Reifen geändert worden? Ja, Felgen sind geändert. Reifen auch. Reifen. Okay. Hat er eben ein Hydrauliksystem eingebaut, dass er eben so hüpft oder sowas? Irgendwie? Also ich glaube, ich weiß es nicht genau. Sekunde. Okay. Sieht gut aus. Ah, okay. Ich würde sagen, der hat einen... Wow. Ja, geil. Okay, wie bedient man das? Welchen Knopf muss ich da vorne drücken, damit das passiert? Wie, welchen Knopf musst du drücken, Mann? Den, wo Hydraulik drauf steht. Was steht da drauf? Hydraulik steht drauf, natürlich. Ja, ich bin so ein Ding noch nie gefahren. Ich habe keine Ahnung, was alles da drauf gut, steht. Alles gut. Deswegen. Okay, Hydrauliksystem, haller, check. Mach mal Haken dann. Wurde irgendwie Kofferraumdeckel, Motorhaube, irgendwas getuned? Ist eine neue Motorhaube, sieht relativ Serie aus, oder? Von der Form her. Ja, die so. Müsste Serie sein. Ja, okay. Hat er eine Xenolichter unter Bodenbeleuchtung, irgendwie sowas? Boah, ich glaube nicht. Okay, vorne sieht's. Okay, ist das gesehen oder ist das normal? Hat er von vorne rein so. Das ist normal, das ist normal. Das ist so normal, ne? Ja, okay. Er wurde auf jeden Fall lackiert. Fahrzeugfolierung hat er getötete Scheiben, hat er auch. Ja, klar, getötete Scheiben hat er auch. Das ist nämlich dann Scheibentönung. Spoiler dann nicht, ne? Oder ist der Spoiler getuned? Ja, der müsste getuned sein, da oben drauf. Hier okay. Hinten oben dran. Ja, ich trage mal ein mit als Tuning tatsächlich. Okay, dann Seitenschweller sagst du nicht? Oder Seitenschweller doch? Nee, das weiß ich nicht. Ja, sieht auch nicht, ist ziemlich flach seitenrum, mäßig unten. Okay, dann habe ich jetzt eingetragen fürs Tuning. Und zwar Auspuff, Fahrzeugfolierung, Felgenbereifung, Hydrauliksystem, Scheibentönung, Spoiler und die Lackierung allgemein halt. Jo. Das halt nicht mehr im Standardlack ist. Ja, perfekt. Schön. Jo, und das versuchen wir dann so anzubieten, tatsächlich. Ja, das ist ja cool, auf jeden Fall. Preis weißt du schon mal? Jo. Da würde mich dann jetzt um alles weitere kümmern und ja, dich dann halt informieren, sobald wir da einen Interessenten haben, einen Käufer haben. Und dann können wir es genauso wie bei Liam über die Bühne bringen. So eine Absprache, weil Verkäufer und Käufer müssen halt, und ich auch noch, also wir zu dritt müssen den gleichen Termin finden. Jo. Und dann, wenn wir es gefunden haben, aber wenn du auch am Abend da bist, so wie jetzt quasi. Und immer da eigentlich. Dann sollte man da auch ein Match haben dann irgendwann, weil wir sind auch abends da. Wenn du abends da bist, muss auch der Käufer abends da sein, dann passt das. Super. Wunderbar. Da oder danke für den Service. Ja, jetzt musst du wieder zurück oder kommst du alleine? Schaffst ach, ich komme schon zurück, ich wohne ja da unten, alles gut. Ja, okay. Ja, super. Alles klar, ich danke dir. Wie war dein Name? Ja. Roland. Roland Becker, richtig? Ja, richtig. Ja, ich hab's die ganze Zeit schon vermutet, alles gut. Ja. Okay, ja. Perfekt. Ja, Mann. Dann hau rein, ne? Danke dir, Mann, hau rein. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Wir haben die Arme letztens erst noch ausgeraubt und verprügelt und so. Und jetzt der arme Digga, jetzt muss der mein Auto verkaufen. Oh, ist das das? Weil die Hose, die ich hier anhabe, die wackelt ja auch im Wind und bewegt sich und so. Kurz 11 Plastikflaschen weggebracht. Würde so gerne ohne Overlay spielen. Aber wenn ich dann weiß ich nicht, ob ich gemütet bin oder nicht. Das nervt mich ein bisschen. Wenn ihr gleich Randale hört, sind das meine zwei Katzen, die sich gegenseitig jagen und so ein Shit, falls das überhaupt aufgenommen wird. Broadcast.
von uns die ans Telefon kriegt. Und hast dein Minivan drin? Jo. Ja, easy. Der kleinste Motor, das wusste ich gar nicht, Digga. Uff. Ja gut, aber bei dem ist eh scheißegal, der ist eh nur zum Flexen und Hinstellen halt. Jo. Nee, Digga. Brauche ich nicht. Hätte ich dir geschenkt. Was meinst du damit, Talunke? Endlich Content auf Twitch. Hättest du mir geschenkt? Dann nimm mich, Digga. Deswegen frage ich gerade, ich hab hier in der Runde gefragt. Bis auf Nacho hat keiner ja gesagt. Nur wenn keiner das haben will, dann Nacho, komm, dann würfeln wir. Jemand Würfel dabei? Jo, ich glaube, ich hätte auch Würfel. Nein, alles gut. Wenn du den auch haben willst, können wir fair drum würfeln. Darf ich für Nacho würfeln? Ja, ja. Okay, ich würfel. Komm, schlagt euch mal schön, so wie Nacho auf die Fresse bekommt. Das darfst du für mich würfeln. So, okay. Hast du gewonnen, GZ? Ja. Nee, ich will mich doch schlagen, nein, Spaß. Na klar. Das ist der Unfair, der verliert eh immer. Hey, jetzt hau den armen James doch nicht. Okay. Bam! Zack. Au! Fuck! Oh, ah. Oh! Er tritt! Oh! Der tritt, Alter! Ah, fuck, mein Auge, Alter! James. Cap. James, Alter, shut the fuck up. Den auf den Rücken. Drück mal auf sein Schienbein drauf, Paco. Ein Gut Schlag noch und ich wäre down gewesen, Wasser. War ich war eh schon low. Ja, dem geht's gut. Halbwegs. Er weint, Bruder. Das hat zu doll gelernt. Hast du dir jetzt angeguckt, welche an der Schuhe du haben willst? Ach so, nee. Können wir mal, kann einer ganz kurz mit mir zu einem Klamottenland fahren? Ich habe kein Auto oder so hier. Mein Motorrad hier. Nee, ich würde mich ungern an deinen Rettungsring festhalten müssen. Komm, halt dich fest, jetzt komm, auf geht's. Nee. Hey, lass doch alle hinfahren, ist doch egal. Komm ich da hinten drauf, Paco, oder hey, bist du zu fett? Bro, also... Das letzte Mal, als Paco zu zweit auf dem Zweisitzer saß, Alter, ist das explodiert. Deswegen, Alter. Aber das Ding sieht noch stabil aus. Ja, fahr halt weg! Komm, wir steigen ein, Nacho. Also, und Simba. Bleib stehen! Ich hab NVI einfach. Wo fahren wir hin? Mila! Einfach kurz im Klamottenladen hier vorne. Mila! Wenn die KTE gerade da ist, dann könnte ich. Ja, hallo! Ja. Nacho, guck dann direkt mal, was für eine Vape, den du haben willst. Oder wie auch immer die jetzt. Ist wirklich so, oder? Oder? Auch nicht nur beim Zuschauen, auch man hat auch einfach ein anderes Feeling wie beim Zocken. Geld drauf, ne? Habt ihr das gerade gehört? Kostet halt da nichts. Meine Katze steppt auf meiner Tastatur rum. Komm her! Hallo! Ja! Ja! Ich hab die Katze noch relativ neu, Jungs. Und deswegen ist die ein bisschen. Braucht extra Special Treatments und so. CGF war da. Wird sie den hingabe? Ich sag, yo, ihr verpisst euch jetzt oder gebt mir eure Schuhe. Und weiten irgendeine Scheiße so. So Turfarbeiter ist mit Gramacho unterwegs. Was haben die gesagt? Turfarbeiter? Nicht, ob wir unser Turf erweitert haben. Oh, hä? Hab ich halt gesagt, yo, ich hab keinen Bock auf eure Fressen, verpisst euch jetzt. Und dann haben sie auf einmal ihre Leute angerufen. Standen sie auf einmal doch raus mit 10 Leuten oder so. Den hätte ich schön. Der hässlichste Pulli in ganz Los Santos, Alter. Scheiße. Da gibt's hässlichere. Ehrlich? Sind denn hier. Jo. Ich will gucken, welche Dings ich mir irgendwann kaufe. Möchte die Adidas Superstars White mit B-Socks. Ne, mit White Socks. Warte. Welche sind das? Lass mich gucken. Adidas Superstar White. Ja, mit White Sox. Was war davor nochmal? Adidas Superstar? Mann, Digga. Ja, sorry, ich schreib dir das direkt. Weiße Adidas Superstar Tour, W. Sox.
Danke. Kein Problem. Haben die keine Farbe sonst? Heißt die einfach so? Die sind so mit schwarzen Streifen drauf. Also falls das die sind, musst du gucken auf meine Füße. Ich weiß jetzt nicht. Gibt noch... Alter, oha. Die jetzt rot sind, oder was? Nee, nee. Das sind die, die hier. Oh, die waren aber auch White die nur weißen. Egal, ich will jetzt mit White Sox haben. Mit White Sox und es gibt Black Sox. Also weiß Adi der Superstar mit Socken. Black? Mit weißen Socken, du musst... Was geht? White Sox. Ja, W ist aber... Hab ich mich erschrocken, Digga. Oh mein Gott. Das ist auch laut, Junge. Holy shit. Harris, Bruder, danke für deine 10 Euro. Hör auf, mir Geld zu donaten. Trotzdem vielen Dank. Danke dir, Brudi. Alter, hab ich mich erschrocken. War das laut, Junge. Was war? Ich nehme die. Oh, die sind aber auch sick, Alter. Die ich gerade anhatte? Jo, die waren echt wild. Ich habe echt mega günstig bekommen die Nacht, ne? Welche denn? Die Nike. Ging die ganze Zeit so für 30.000 fast raus. Hast du bezahlt? 17. Oha. Das geht echt fit. Jo, Mann. Was wolltest du haben? Nacho Multicolor, ne? Yes, sir. Ey, wo sind nochmal die... Saget aber, ne? Saget. Wo sind nochmal die fucking Dings? Die Converse, Alter, wie heißen die denn? Bin ich gerade dumm? Was ist denn los bei Special Treatment? Naja, schon. Boah, welche mache ich mir, Alter? Die schwarzen sind schon nice, ne? Auf jeden Fall, die hole ich auch noch. Ich finde die weißen nicht so geil, ich finde die schwarzen geiler. Oh, schon Arschloch im Gesicht. Schnürsenkeln, Alter, uff. Ja, aber die schwarzen, Alter, die sind schon nice. Wenn günstiger reinkommt, mal schauen. Die werden nochmal so das Upgrade zu denen, die ich jetzt habe. Also so. Auf meiner Schuhe. Aber erst dann muss der Glendale her und dann mal gucken, wie viel das scheiß Tuning kostet für das Ding, Alter. Ich hoffe nicht allzu viel. Ja, ich bin fertig. Mal zurück. Jo. Eine zweite Katze. An der Tanke, ja. Altkatze ist gekommen, hat gesehen, dass die sich auf mich drauflegt und so. Und jetzt gibt es erstmal Schellen wahrscheinlich. Ja, da stand noch CGF da an dem Ding dran, in den Van, Essens-Van. Ey, Digga, sitzt auf meiner Schulter und die prügeln sich. Seid ihr behindert? Hallo? OCB gibt es nicht auf State. Wir haben uns überlegt, ob wir OCB machen oder 45 Neighborhood. Aber der Großteil war halt für 45. OCB hätte ich halt mehr gefühlt wegen der Nebenstraße und so, ne? Musst auch hin. Weil Covenant Avenue und so. Geht ab, Benny. Ja, kannst du auch einfach anrufen bei denen, die löschen das auch mit Anrufen. Ja, ich war da schon mal einmal, keine Ahnung, vor einem Monat oder so. Jo. Jo, ich hab's gesehen. Jo. Okay. Alright.
Naja, wir sind gerade, Hoodie, da ist kurz gewesen, habe ich gesehen, dass die Lade stehen. War gut. Das Ding ist also safe wieder eskalieren. Ja, deswegen, keine Ahnung, erstmal nicht. Alright. Tschüss. Die haben gerade schon Desmond wieder dumm angemacht. In dem Essenswahn. Ja, die sollen ihre Fresse halten, die Schwänze, Alter. Um wen geht's gerade? Ich bin verwirrt. Ja, die verfickte CGF. CGF, Digga. Einfach Famsuckers, Alter. Ich will mal kurz pissen. Waren die schon wieder frech, oder was? Ich muss auch schiffen, ich geh ganzes Pissen. Bis gleich. Ich muss echt hart schiffen, Jungs. Hier geht's auf Klo. Where you from, fool? Who you gangbanging for? Chill auch, aber ich muss hart auf Klo. Und ich muss mal meine Donation zahlen. Oh, fucking laut, Alter. Kurz auf Kajus.
Nein, ich habe das Licht angelassen im Bad. Hallo. Was geht ab, Diana? Wie geht's dir? Hey Jungs, habt ihr Katzen? Seid ihr Katzenbesitzer? Ja, mir geht's auch ganz gut. Jetzt kannst du mir da helfen? Sorry, Bruder, es tut mir leid, ey, das ist eine alte Zeit. Oh. Komm, ey. Wie hast du die gerade genannt? Ich hab Lilly aus Versehen Schatz genannt. Oh, das ist doch egal. Jetzt, wo die mit Nacho ist, Bruder, was soll ich machen? genau. Das Ding ist, ich merke immer wieder, dass ich Katzen habe, wenn ich mir die Hände desinfiziere, ne? Stell sie rüber. Ja, wollen wir uns jetzt einen Chicken Burger holen? Simbo, Alter. Ich hätte gern Pommes. Bro, brennt gut. Vor allem unsere neue Katze ist das nicht gewohnt, hochgenommen zu werden. Die war vorher eine Wildkatze und war dann im Heim. Auf jeden Fall sind die Grünen da und haben wir eine große Fresse, weil ich war gerade alleine da und die haben mich vollgelabert. Achso. Hm. Geh mal ganz kurz meinen Müll wegbringen. Geh kurz deinen Müll wegbringen. Mau, ja. Die ist gerade. Das ist aber die so süß, ne? Die hat sich so gefreut, als sie bei uns ankam und realisiert hat, dass sie auch für immer bei uns bleiben darf. War schon crank. Was geht ab, Olli? Oh. Gut. Ja, unsere Katzen kommen auch in den Arm wie ein Baby, wenn man am PC sitzt oder Serie guckt oder so. Ihn fragen, was bei ihm geht. Ich bin auf jeden Fall noch mit meiner Freundin zusammen. Er soweit ich weiß, auch mit seiner. Dann hast du zu wenig gegessen wahrscheinlich. Weiß ich auch nicht. What the problem is. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wie Maria? ja, gut. Das wäre jetzt natürlich. Aber wer krank, ne? Dann Kind halt Jesus 2.0. Nee, das muss so.
kurz die Schuhe zubinden, die Slip-ons. Und das Overlay auch wieder weg. Wieso sollten wir Stress haben, Olli? Doch auf jeden Fall Fragen, die man on-stream stellen sollte, so, bin ehrlich. Eckweh. Nö, wir spielen einfach kein RP mehr zusammen. Weißt ja, wie das ist, wenn man kein RP mehr zusammenspielt, so dann lebt man sich auch auseinander, ne? Der eine macht halt sein Ding, ich mach mein Ding. Der eine fährt, kommt straight von der Mine hierher, Digga. Das nenne ich Effort. Da hat der dicke Olli seine Antwort. Nee, einfach alles easy. Jeder macht so sein Ding. Ja, schön auch auf dem Server, ja. Ich raff grad gar nichts, ne? Was machen die denn, Digga? Ali, reicht doch. 1, 2, 3, 4. Ey, wir gehen uns was zu essen holen. Ah, ich komm mit. Ah, ich komm mit. Ich würde mir wünschen, dass wenn man sich mutet in-game, dass man irgendwie oben rechts in der Ecke ein durchgekreuztes Mikrofon hat oder so, dass es dann auftaucht. Auch wenn man das Overlay aus hat. Digga, ist der behindert? Das war safe MJ. Na komm, der kommt direkt wieder rüber. Oder? Wieder safe. Ende. Kommen sie auch wieder alle. Ja, deswegen, also. War doch klar. Ich hab einfach nur Hunger, ich sag's euch. Also diese hier. Werd ich nicht mehr bedient hier, oder? Ja, doch, klar, Mann. Nice. Sorry. Ich hätte gern 4 Chicken Wings und 4 Eistee. Aha. Fettsack, Alter, wie heißt der? Was? Wer hat mich hier fett genannt? Ja. Hast du bestellt, Jimmy? Das riecht lecker. Oh, Scheiße, ich hab's um 2 Minuten ja. Verpasst. Und? Ey, ich bin nicht dein Baby. Oh. Wenn ich geil wäre, flatter meine Ohrläppchen. Okay. Schade. Okay, aber guck mal, einer hat's geschafft. Das heißt, er hat den gleichen Preis wieder raus, ja. Wenn er 2 gehabt hätte. Nein, nee, nicht mal. Für 14 kann niemand zu raus. Das ist richtig. So, wir sind hier bei Lucky Placker, der mit dem Stand ist da, der People. I'm still a chain from the block. Bitte,
Jo, peace. Ja, Digga, der eine fummelt an meiner Karre, ne? Ich auch mit dich aufhetzen. Ich glaub, da knallt's gleich. Yo, what deep. Böse. Mir das ganze Spektakel mal an. Machst du fertig, bitte. Richtig, machst du mir... Gesicht. Machst du mir, bei Big Tasty Bacon bitte ohne Tomate, so wie gestern, und eine Coke? Stay for me. Martin, okay, danke, bis gleich. $77. Gut, geht mal rüber, Mann. Ja, in dein Kinderdorf, was weiß ich denn? Junge. Verpisst du dich? Komm hier hin, ich will was essen. Und du fummelst an meiner Karre, was ist los mit dir? Bro, ich geb'n Scheiß, Alter. Verpiss dich in deine Street, Mann. Jo, dann verpiss dich, Motherfucker. Jo, verpiss dich, renn, wie du's kannst. Junge, du willst es nicht, glaub mir. Jo, get the hell out of my face, Mann. Verpiss dich jetzt. Oh shit, Mann, relax, relax, Holmes. Junge, ich mach keine Scherze, Alter. Shit, man, sehen wir so aus, als wir playen würden, man. Oh, die zwei Motherfucker machen mich wieder nervös, man. Verpisst euch einfach, Alter. Yo, let the shit tief, Alter. Steck dir das Ding in deinen Mund, Alter. Verpiss dich jetzt, Alter. Hey, relax, Motherfucker. Yeah, that- Wollte jetzt einfach wegrennen tatsächlich, einen auf Schießerei vorbei und wegrennen, aber er schießt mir halt leider in den Rücken. Oder ich wurde vom Teammate gekillt, das kann natürlich auch sein. Nee, ich habe einen Schuss kassiert, aber ich wollte halt einfach wegrennen, ne? Aber ich glaube, ich habe Friendly Fire kassiert, Leute, ich bin ehrlich. Aber ich war komplett überrascht, so, ne? Ach, mein TS ist gecrashed, ja wild. Ich weiß nicht, ob der von der CGF war, weil die Leute von der CGF sind doch rechts Richtung altes MD weg. Guck mal, jetzt fängt das wieder an, dass ich nur noch Waffen sehe, Digga. Die Performance ist aktuell so schlimm auf dem Server, Digga. Ehrlich, Digga, es nervt mich so krass. Die Waffen. Aber das war mal eine nice Schießerei.
Und die Schießerei. Ja, die war nice, die Schießerei, das stimmt, aber. Ich glaube, ich wurde gefriendly. Ich glaube, ich wurde gefriendly fired. Drück F5. Ich heule, Digga. Ich bin auch IC, oder was? Warum werde ich nicht gemoved, Digga? Weil du tot bist. Geht doch. Was ist da los, eine Cursed Wombat? Ist das noch eine Bude? Pumpcheck. So, bevor wir zwei der Erste Hilfe machen, werden die Leute hier festgesetzt. Sir, es tut mir leid, aber... Er hat eine Schießerei mit der Grove, Danke ich Ihnen für. Aber noch mehr danke ich Ihnen, wenn Sie sich einmal nach oben... Ich hab so nach dem Ersten, hab ich so Adrenalin-Einspritzung bekommen, Diggi. Lol. Bestgesetzte Person, einfach mal Lucky Blacker sammeln. What the fuck? What the fuck? Er macht Erste Hilfe und er setzt ihn fest. Was ist denn mit Armstrong los, Digga? Nach dem Ersten habe ich so krasse Adrenalineinspritzung bekommen, Digga. Ich habe damit gar nicht gerechnet, ne? Ich habe damit null gerechnet, dass es passiert. Ja, wusste halt nicht, was passiert, ne? Ich glaube, Ivy hat mich umgeschossen, kann das sein? Ja, irgendwer hat mich umgeschossen, Digga. So, JD, danke für den Reset im dritten Monat. Blue Lion, danke für deinen neuen Sub und herzlich willkommen. Was geht ab? Vielen lieben Dank für deinen Sub. Bishop, vielen Dank für den Reset im dritten Monat. Danke, Budi, ich küsse dein Herz. Ja, genau, ich dachte, die rennen einfach weg. Onkel Herni, Bruder, danke für deinen Reset im sechsten Monat und herzlich willkommen. Lakerni! Bruder. Ich glaube, ich wurde gefriendly fired, aber dick gefriendly fired. Das ist gescheuert. Jungs, das war wirklich einfach eine Schießerei so. Damit habe ich absolut nicht gerechnet, ne? Kannst du mich kontrollieren? Ich will nicht, dass Kürt mich anfasst. Ah, Kürt wird das leider machen, es tut mir leid. Das ist kein Buschkürzer. Will ich aber nicht. Jo, dann einmal. Mann und Boot direkt frech. Er hat ja zwei Schüsse abbekommen. Nein, das ist keine Frage von nicht fragen, eben. Doch. Das kann man aber auch nett machen. Bitte. Das RP, der Strang zwischen uns ist mega nice. Ich hab halt nur nicht damit gerechnet, dass er sich umdreht und anfängt loszuballern, Digga. Nun habe ich vorher die Waffe ausgerüstet. Vor verletzten RP wird jetzt wieder cringe, Digga. Tschüss. Ben, Bruder, vielen Dank für deine Fünferbombe, Alter. Vielen lieben Dank für deinen Support, Ben, Alter. Ich weiß es wirklich zu schätzen, danke dir, ja. Küss dein Herz. Loyalty like no other. This is a different type of game.
das Legit, dass der in Rot da rumrennt? Lieutenant, warum ne MP das Wort Legit benutzen, Digga? Geschickt abgerollt, okay. Taktische Rolle. Taktisch mein Funk. Gott! Muss halt nicht sein, so sorry, wenn ich das sage, aber muss nicht sein, Digga. Baller Gang! You want beef, bitch? Elektro Viper, danke für deinen Follow, Mann. Vielen lieben Dank. Ja, das Wort Legit, so, das ist für mich. Ja, weiß ich nicht, Digga. Das hat für mich im RP nichts zu suchen, ehrlich gesagt. Ey. Ich würde kurz, ich will ganz kurz nur die Straße mal. Logisch, alles gut, alles gut. Negativ. Was ist denn hier passiert, Spitzmaus? Hier gab es gerade eine kleine Auseinandersetzung. Und ich bin echt überrascht, dass so viele von uns liegen. Steckt auch hier an Ort und Stelle, ne? So, ich vernehme. Was denn hier passiert? Einiges. Ich sehe es. Würde euch das Replay ja kurz im Stream zeigen, aber das mache ich gleich, wenn ich im MD bin. Ey, ich war so nervös, Digga, ich sag euch ehrlich, ne? Ich war so heftig nervös, als die ersten Schüsse gefallen sind, weil ich damit nicht gerechnet hab. Was habt ihr gemacht? Hallo? Hallo? Wie geht's Ihnen? Ja, Mann, nicht so gut, scheiße. Gut, Mann. Wo tut's denn weh? Oh, irgendwo im Rücken, Mann. Okay, schlag sie in die Schmerzen. Ui, Mann, ich wurde angeschossen. Was für, wie stark sind die Schmerzen? Ich hab einfach Schmerzen, okay? Fuck. Hast du schon was, hast du was gegen die Schmerzen gekriegt? Nein, Mann. Ich bin gerade erst da hingekommen. Hallo. Okay, haben Sie irgendwelche Allergien, Unverträglichkeiten? Ja, Penicillin oder sowas, Mann. T-Shirt. Fuck. Das passt. Oh, hallo. Ich hab dich nicht gesehen. Sorry. Ah, oh, shit, man. Kannst du mir kein Morphium geben, Alter? Wir versuchen es erstmal mit Novagin, dann gucken wir mal. Der im schwarzen Helm. So, hast du ihm einmal einen Namen? Hallo? Ah, Mann, Hans Feuerwehrauto. Oh. In Ordnung. Ah. Na, wo haben wir Schmerzen? Hallo? Scheiße, Jungs, der Hans-Feuerwehr-Auto geht nicht mehr durch. Alles klar, so Ampulle, nur weil Gien läuft, sollte der besser sein von den Schmerzen. Ich gucke mir einmal den Rücken an, ich drehe dich einmal kurz um. Vorsichtig, Scheiße. So, okay, ja. Da wurdest du getroffen. Schwarzen Hemd. Ja. Kannst du deine Beine bewegen? Jetzt, hallo. Ja, ja. Aber den Schmerzen. Alles klar. Am rechten Bein. Ist schon alles stabilisiert? Stark? Wie stark? Verbinde das mal okay, so weit erstmal. Was meinst du mit Cringe Bro, Jazza? So, Schmerzen müssten auch gleich besser sein. Weil am sollte. Ja, ich mag das auch. Schmerzen. Also, das gehört dazu, aber ich kann es halt nicht gut so. Ach, Ben, danke für deinen Resub. Dein Gifted Sub an. Amber, vielen lieben Dank, Ben. Ist es von den Schmerzen besser jetzt? Nee. Was, Mann? Keine Ahnung. Was sind die letzten Sachen, die du zu dir genommen hast? Und ja, ich meine auch Drogen und Alkohol. Zu wirken, sollte aber dann auch gleich besser sein. Was du zuletzt zu dir genommen hast? Was? Wann? So, okay. Okay, dann ist egal. Dann bist gut. Du heute irgendwas zu dir genommen, was versorgt. Nee, okay. Dann gebe ich dir meine Ampulle Novalgin rein. Bro, Hernandez.
Jungs! Bruder Hernandez, vielen Dank für deine 5er-Bombe an den Stream, ne? Alle, die gerade vielleicht anwesend sind, bedankt euch mal bei dem Bro. Vielen lieben Dank, Diggi, wirklich. Danke für deinen Support. Küss doch deine Kniekehle. Find's nice, dass du wieder da bist, Diggi. Ich hab mich letztens richtig gefreut. Ah? Er sagt, die Schmerzen werden gleich besser. Ich guck mal, ob ich noch hier bin. Okay. Versorgt erstmal stabil. Ja, okay. Ich hab mich wirklich letztens gefreut, Hernandez, als wir das RP zusammen hatten bei Mello. Ja, das ist Oberfläche, das könnten wir hier vor Ort tatsächlich machen. Außer du bist hier sind sogar mehrere da und Tito. Auf dich. Auf mich, okay. Guck mal, ich bin jetzt stabilisiert, ne? Wenn der Medic mich anspricht und ich bekomme das mit, bitte einer von euch mal kurz sagen. Wir gucken uns das mal ganz kurz in meinem VOD an. Okay. So, desinfizieren wir mal das Ganze noch. Ich hoffe, das leckt nicht. Das. Ja. Okay. Dann mache ich das eben noch mit Hautkleber, das wird ziehen über den Heilungsprozess. Ja. Bis übermorgen sollte das wieder tipptopp sein. So, seid ihr ready? Okay. So. Aber bis übermorgen sollte das wieder in Ordnung sein. Piss du dich. Ja. Komm hier hin, ich will was essen. Du funkst an meine Karte, zusammen. Was ist los mit dir? Oh, ich geb'n Scheiß, Alter. Verpiss dich in deine Street, Mann. Jo, dann verpiss dich, Motherfucker. Dran. Jo, verpiss dich, renn, wie du's kannst. Brauchst du was? Oder ich brauch gut? Das PD, vielleicht. Je nachdem, ob die Leute durchsuchen wollen oder nicht. Der kann vor Ort behandelt ja, werden. Ja, wollen sie. Okay, ja, ich hol. Du willst es nicht, glaub mir. So. Mach dir eben noch einen Verband rum. Einfach zur Sicherheit. Halt mal Face, Mann. Das kannst du aber kurz vorm Schlafen. Oh, shit, Mann, relax, relax, Holmes. Okay. Junge, ich mach keine Scherze, Alter. Shit, man, sehen wir so aus, als wir playen würden, man. Die zwei Motherfucker machen mich wieder nervös, man. Verpisst euch einfach, Alter. Jo, leck das shit tief, Alter. Steck dir das Ding in deinen Mund, Alter. Verpiss dich jetzt, Alter. You relax, Motherfucker. Yeah, that. Gut, dann nehmen wir mal hoch. So, langsam mit der Ruhe. Na, dann bräuchte dann wollte ich halt wegrennen, so, weil ich dachte, okay, die Schüsse sind genug, Digga, und dann werde ich halt in den Rücken geschossen, nein, aber nein, passiert nein. Halt. Asgard, dann hast du ihn wieder zurück. Danke, Mann. Und dann, ihr dürft. So, hier, bitteschön, Eckert euch. So, Jane, willst du den auch gleich abtransportieren? wie ist dein Name? Du, der hier noch liegt, Um weißes Hans, T-Shirt? Hans Feuerwehrauto. Hans Feuerwehrauto? Ah ja. Ah, diese Hans okay, Feuerwehrauto. Ich hab schon gefunden. Ach da, ah, ja. Okay, du bist jetzt als nächstes abtransportiert, ja? Okay, okay. Die Nummer habe ich. Du bist die 17. Die 17, oh shit, Mann, okay. So, er wird schon abgeholt. Haben wir dann für einen Resub im dritten Monat. Vielen lieben Dank, Bruder. Ja, ich will gerade zurückfunken. Okay. So, wir haben jetzt hier noch 4 liegen, wenn ich mich nicht vergucke, ne? Der Herr? Was? Wie ist denn Ihr Name?
Wie oft muss ich den jetzt noch sagen? 37 Mal oder was? Ich hab den schon, ich hab ihn schon, ich hab ihn schon. Ich hab jetzt hier noch drei Patienten auf. Ey, du, Jungs, tut mir einen Gefallen. Ja, man kann über alles diskutieren, aber bitte niemand anderen schlecht machen in meinem Chat, weil da reagiere ich allergisch drauf. Da gibt's auch dann die eine oder andere Auszeit, okay? Habt euch bitte lieb. So, dann ab mich rein mit dir. Er ist einfach Sub bei MauTV, Alter. Ich bin so kacke. Aua, Bruder, aua. Du bist kein Sub mehr, sehe ich gerade. Verschwinde aus meinem Chat, Afro, Alter. Was doch, ich sehe nicht mit uns chillen, ey. Mal das mit rein hier, Alter. Nein, Spaß, Spaß, Spaß. Der denkt an, ich meine das ernst oder so. Digga, das nervt mich so, dass ich gezwungen bin, hier in dieser First-Person-Scheiße. Ja, oh, never mind. Ja, ja, gut, Jungs. Ich hab nix gesagt. Ah, shit. Lol, das geht ja auf hier hinten, Digga. Wusste ich gar nicht. So, und let's go nach oben. Ich darf endlich wieder selber entscheiden, ob ich muten will oder nicht. Ey, das MD ist nicht mehr so hell bei mir. Lull. Meine Schulter. Habe ich das immer noch drin? Cringe, Digga. Ja, dann wollen wir mal. Belohnungen verwalten. Was kann ich denn für nice Belohnungen reinmachen, Freunde? Ich pick. 10 Minuten nur Englisch reden, das ist aber doch auch BSG. Am besten mit Motorrad auch noch. Oh, ich war am Mute, ups. Upsi! Ich hab's halt nicht gesehen, Digga. Ich hab's halt einfach nicht gesehen. Ich hab's einfach nicht gesehen. Aber danke für die Info. War jetzt cringe. Das war jetzt cringe. Hey, Jungs, danke für den Support, der hier wieder reingeflogen ist gerade. Ne? Vielen lieben Dank, Leute. Real Talk. Den. Bro, the fuck, bro, the fuck. God damn, god damn. Hey, fuck this shit, bro, fuck. Oh, dann bin ich. Fuck, bro. Erste Schießerei mit den Ballers. God damn. Bist du, Paco? Kurz in die Bude, ich komme jetzt wieder raus. Ich fresse. Scheiße. Nein, ist nicht Lucky, die Grünen reden halt so, ne? Auf wilde Guns Sounds, bin ehrlich. Ja, die Grove, die redet so auf unserem Server. Seid ihr? Komm mal mit dem Viersitzer zum MD. Ich finde es cringe, bin ich ehrlich, Digi. Könnte das nicht, weil ich da selber von mir wegcringen würde.
hallo nochmal. Ja, Feuerwehrauto. Ja, Mann, shit. Wie geht's denn von den Schmerzen? Besser als vorher auf jeden Fall. Okay, also so zu wirken, das ist schon mal ganz gut. Dann stöpseln wir sie erstmal. Einmal erstmal nochmal eine Ringerlösung, also Infusion. Und dann gucken wir uns das mal an. Sind die Schmerzen schon ein bisschen besser geworden? Vielleicht könnte der andere Arzt, der links vor mir steht, sich mal neben das Bett stellen, Mann. Dann könnten wir auch uns vernünftig unterhalten. Ich stehe doch. Nee, nicht du, Mann. Der andere links von mir. Stell dich mal bitte an der anderen Seite des Bettes. Ich bin ja gerade hier. Ja, mach ich. Da hat er sie gerade angesprochen. Bitte. Ja, der spricht die ganze Zeit mit mir, Mann. Nee, der redet mit der. Doch, mit der Dame geredet. Digga, er rafft's nicht. Egal. Renner, schön an meiner Seite bleiben. So. So. Dann läuft die Infusion schon mal. So. Müssen wir aber erstmal gucken. Also das ist auf jeden Fall ein bisschen Steckschuss im Rücken. Ja, shit. Circa auf Höhe der Niere. Ich sag mal so, wäre die Niere jetzt wirklich betroffen, würde es sich äußern. Und wie? Dann werden sie ja wahrscheinlich nicht mehr bewusst sein. Also höher der Niere, die ist wahrscheinlich über oder unter oder neben der Niere, wie auch immer. Problem ist, ich sehe die Kugel von hier nicht. Operations-EP, yippie. Wir müssten also einmal lernen, wo denn die Kugel genau liegt. Nein, alles gut. Gib mal deine Hand her. So, aber die Blutung ist soweit erstmal noch. Einfach mich an und nicht ihn. Oder ist nicht so an. Ich verstehe nicht, warum man das nicht checkt mit der Sprache bei Reichweite, warum die da an der Seite steht. Kannst du auch meine Hand drücken, wenn du möchtest? Ich, das ist schon mal gut. Schmerzen tun immer noch, also gehen. Ja, was heißt gehen, Mann? Ich habe halt Schmerzen so, aber ja, ich bin keine Pussy, Mann. Aber jetzt, ja, aber wenn es ihm wehtut, müssen sie es ja nicht verbergen, kann sie ja sagen. Ist ja alles kein Thema. Wir müssen jetzt nicht hier einen auf harten Mann machen, nur. Ne? Wenn sie Schmerzen haben, sagen sie es mir einfach. Kriegen sie was dagegen. Nochmal, müssen sie jetzt hier nicht irgendwas weisen. Ich hatte das gestern auch. Alles gut, ich war merkwürdig. Nee, Mann, alles gut. Ein Schuss, aber okay. Eine Betäubung. So, aber ich drehe sie einmal auf den Rücken, auf den Bauch oder auf die Schulter kurz. Da gucke ich einmal mit einem Sono, ob ich da irgendwie die Kugel so doch sehe und ob da vielleicht irgendwelche Organe betroffen sind. So. Jojo. Was ich jetzt gerade nice finde, ist, dass hier kein Cop mit dem Behandlungsraum ist und man nicht das Gefühl hat, also wir werden wahrscheinlich so oder so durchsucht, aber man nicht das Gefühl hat, okay, die wollen uns jetzt gleich wieder maximal abfacken. Los mit an die Cops an dieser Stelle. Hier. Mit der Sono. Okay. Guck mal einmal. Was ist denn in Sono? Ja, warten Sie, ich komme wieder. Moment, da. Okay, aber nicht so drückt mit den Fingern. Quasi, er ist ein Ultraschall einfach.
Sonst muss der Doktor mir die Fingernägel raus operieren. Also, quasi, ich hab mal eine Frage an Sie. Können Sie mir einen Gefallen tun? Okay, gut. Hier ja. Haben Sie meine Hand. Ja, genau. Jetzt haben Sie Ihr Problem gelöst, aber ich habe meins nicht gelöst. Kann die Dame einfach auf die andere Seite vom Bett gehen? Am Sonnenuntergang einen Cocktail trinken. Digga, dass man denen das sagen muss, ne? Das ist so schlecht halt. Hm? Leider haben wir sowas offenbar nicht im Repertoire. Nee, aber so nur ist quasi Ultraschall, ne, wie bei Schwangeren. Das Ding, was man auf dem Bauch macht. Das ist quasi Sonografie. Ah, okay, Mann. Es reicht für einen groben Einblick, ob irgendwas betroffen ist an Organen. So, gucke ich ja einmal. Genau. Sie sieht keiner nicht, sie guckt mich an, sie will das gar nicht sehen. Ich glaube, dann verliert sie, wird sie ohnmächtig oder so. Sie ist ja sehr. Aber ängstlich. Nicht. Betroffen. Vito Castellano, ja, ich hab NVI drauf. Und Reshade Shader halt, ne? Mal gut. Das klingt doch gut, oder? Ja. Also es hat die Niere auf jeden Fall schon mal keinen Schaden, das ist hervorragend. Jetzt muss ich nur mal gucken, ob ich die Kugel vielleicht sogar sehe. Ob die denn tief drin steckt oder ob ich die hier rauskriege. Im Worst Case muss man das einmal rausoperieren, aber vielleicht ist sie nicht so weit drin, dass man die so rauskriegt. Okay. Da habe ich, das sehe ich die Kugel tatsächlich. Das fühlt sich ganz schön komisch an, was du da machst. Ist ungewohnt, ja. Ich glaube mir, nach ein paar Tagen... Ist aber tatsächlich ein relativ gerader... Na gut, ist ein Schusswund, ist aber relativ gerade. Es ist schon mal ganz gut. Sonstiges Gewebe ist auch nicht betroffen. Es ist quasi an der Niere vorbei. Er winkt sie schon an, genau. So, und die Scheißbullen sich vielleicht verpissen, bis hier jeder behandelt wurde, Alter. Das ist das. Das muss doch jetzt nicht sein, oder? Warum verpissen die sich nicht, bis jeder einzelne behandelt wurde? Das verstehe ich halt nicht, Digga. Das ist halt. Das raff ich, das kriege ich nicht in meinen Kopf rein, Digga. Also relativ tief, aber die ist noch so gelegen, dass man sie rauskriegt. Mann, sei vorsichtig, Alter, nicht, dass ich dann genehm bin danach oder so. Alles gut, das ist an der Wirbelsäule vorbei. Was geht ab, Iranatur? Nee, ich hab... Ist Curtis nicht live, Bruder? Ja, da kriegen wir es so raus. Das ist schon, das ist gut. Okay. Ah, fuck. Alles klar, den gibt es einmal gleich. Hole ich kurz eine Spritze mit Lidocain. Das ist ein Betäubungsmittel. Ja, damit kenne ich mich aus, Mann. Nee, also quasi wie beim Zahnarzt, wenn man Zahn zieht. Betäubungsmittel wirkt relativ schnell. Ist eben eine lokale Betäubung. Okay, okay. Das heißt, sie werden von dem Kugel rausziehen. Ich kann nicht versprechen, dass sie gar nichts spüren werden. Ist natürlich was anderes, als einen Zahn zu ziehen, aber es ist deutlich, deutlich, deutlich schmerzfreier, als wenn ich es ohne machen würde. Okay, okay, machen wir. Alles klar, gut dann. Sagt Fregler, Alter. Was ob du? So.
So, dann gibt's jetzt einmal ein paar Stiche, die müssen jetzt auch relativ tief. Nicht nur oberflächlich. Aber das Schmerzmittel sollte es auch eigentlich relativ schmerzen. Ah, ich wollte gerade fragen, Alter, machst du da überhaupt noch was? So, dann gibt es mal ein paar Piekser, die werden es wahrscheinlich noch ein bisschen spüren. So, haben wir die Nummer 1. Ah, fuck. Was machst du da, Mann? Lokal betäuben, wie gesagt. Die 2. So, und dann gibt's einmal die 3. Dann haben wir ein schönes Dreieck drum gemacht. So, dann war's ja schon mit Spritzen. Oder mit Nadelstichen. So, dann warten wir einen kurzen Moment. Hätte ich gerade irgendwas von Nähen gesagt? Die Betäubung geht ja relativ zügig, ist ja wie beim Zahnarzt. Währenddessen hole ich schon mal Zange und Co. Aber ey, sind die Klamotten von den Bullen überhaupt steril, Alter? Die sollen sich mal verpissen, Mann. Ja gut, aber sie gehen ja nicht zu ihnen ans Bett, ne? Oh, so wie die aussehen, Alter, mocken die auch 5 Meter weiter. So. Wenn ich mal anfasse, spüren sie das noch? Fühlt sich auf jeden Fall komisch an. Was machst du da, Mann? Ich fasse ihren Rücken gerade an. Ja, wie mein Rücken. Ja, ich fasse ihren Rücken an. Sie liegen ja auf der Seite noch. Ja, ja, ist mir schon klar. Spüren oder nicht? Ja, ich spüre irgendwas, aber was ich da spüre, kann ich nicht definieren. Okay, wenn ich mal zwicke, spüren sie das noch, den Schmerz? Fühlt sich auf jeden Fall sehr komisch an, Mann. Okay, dann warten wir noch kurz, ein bisschen, ein paar Sekunden. So, mal gucken. Wer liegt sagt heute relativ zügig. So, Ivy. Ivy? Okay, wenn ich denn jetzt nochmal anfasse oder zwicke, spüren Sie es immer noch? Was genau? Meine Zwicken oder meine Berührungen? Nee, du machst doch gar nichts. Okay, alles gut. Gut, dann werde ich jetzt die Kugel einmal rausholen. Wie gesagt, es könnte vielleicht trotzdem ein bisschen wehtun, aber nicht so extrem wie ohne. Lokal. Ich muss mal eben was trinken. So, Mann, kann ich vorher was trinken? Ja. Ja. Kannst du mir eine Flasche Wasser einhalten? Perfekt, danke. Jetzt kannst du trinken. Bier nimmer. So, jetzt kannst du trinken. Oder hast du keine? Warte, ich geb dir mal eine. So. Alles klar, perfekt, danke. So. So, jetzt hole ich jetzt einmal die Kugel raus. So. Ah. Okay, ich hab sie schon. Ah, fuck. Ziehst sie langsam vorsichtig raus. Oh, scheiße, Mann. Heilige Maria Gottes, was machst du da? Das war schon. So. Nimm die einmal auf den Tisch. So. Muss ich einmal noch die Wunde genau angucken. Scheiße, wir biegen das hier raus. So, ich tue jetzt einmal die Wunde kurz ausspülen, dass ich das genaue Ausmaß sehe. Sauber werden. Gut, das Sidolin hinten in den Rücken gesprüht. Okay. Ah, shit. Scheiße, Alter. Ist aber tatsächlich. Ey, Chat-Check, ist überhaupt noch jemand da, oder was? Ist auch schön. Schön saubere Wundränder. Also ganz gut soweit. So, dann gibt's jetzt einmal zwei Stiche. Ich tue es einmal mit zwei Stichen zunehmen.
die Eintrittswunde. Und dann bekommen sie von mir auch gleich noch einmal einen Blister, sprich 10 Tabletten mit Ibu AR600 mit. Okay. Schmerzen. Und ein Blister mit Antibiotikum. Okay. Weil natürlich die Kugel ist nicht steril, ist verunreinigt. Dass sie da einmal prophylaktisch Antibiotika nehmen. Okay. Gut, aber die Stiche sollten sie nicht spüren. Das ist ja Haut, das macht das die Dukain, macht weg. So, dann gibt es einfach den ersten Stich. So. Und dann einmal den zweiten. Okay. So, dann gibt's einmal noch ein Pflaster drauf. So, okay. Schmerzen immer noch gut oder werden sie wieder schlimmer? Ja, werden wieder ein bisschen schlimmer. 1 bis 10? 4. Ja, ich gebe dir nochmal eine halbe Ampulle Novalgin. Sollten die auf jeden Fall noch mal eine Weile weg sein, bis du deine Ibu nimmst. So, dann gibt es einmal die Spritze noch mal. Hast du ja schon mal einen Zugang gelegt, dann passt das. So, ist drinnen. So, wird auch demnächst wirken. Alles klar, gut, dann wärst du soweit durch. Alles gut, Marv, alles gut. Ich hab halt, wie gesagt, keine Viewer-Anzahl. Kann ja auch sein, dass keiner mehr da ist, so weißt du? Marcel? Sven, scheiße. Sven, wenn du den Herrn vom Bett machst, einmal nochmal einen Ausweis kontrollieren, das auch noch abhängt, ne? Alles gut. Genau, Luca hat das nämlich vergessen, dann ging jetzt Luca weg auf die Finger. Der Ausweis, den muss man dabei haben, weil es ist State, den habe ich nicht dabei. Ich werde das jetzt so spielen und sagen, ich habe meinen Ausweis nicht dabei, so lange, Digga, bis die mich gehen lassen. Er wäre soweit durch. Hallo? Ausweis habe ich noch nicht, könnt ihr einmal kurz machen, brauche ich dann auch gleich. Reicht auch erstmal, wenn er uns noch wie heißt, ne? Ja, Hans Feuerwehrauto. Ja, Hans Feuerwehrauto am Arsch. Genau, also wer hat das, weiß ich auch noch nicht. Guck doch in die Akte, Mann, hier gibt's doch Akten von mir. Also ich würde jetzt losmachen, aus dem was dagegen. Dann schreiben sie ja Feuerwehrauto auf was. Wenn er schon mehrmals gelistet wurde, dann sollten wir auch wieder erkennen können. Gucken sie mal nach, ob es da eine Akte gibt zu ihrem Feuerwehrauto. Und wenn es da eine gibt, dann sollten wir ja definitiv am nächsten Mal auch wieder identifizieren können als Herr Feuerwehrauto. Oder Feuerwehrmann, was war das jetzt? Auto. Siehst du? Feuerwehrauto, okay. Hier einmal gucken. Überhaupt was gibt so. Keine Ahnung, Mann. Ich kann auch nichts dafür, dass ich so einen ausgefallenen Namen habe. Ne? Was? Gibt's halt leider nicht. Ja, dann keine Ahnung, warum eure Ärzte hier keine Akten anlegen. Ja, wir wollen die Polizisten gerne klären. Ich würde ihn vom Bett machen, es wird fertig. Gut, Herr Feuerwehrauto, dann erstmal einmal aufstehen und mir folgen. Frage. So, erste Amtshandlung von dir ist bitte, dass du deine Knifte bitte einmal vorne in deiner kleinen Tasche da verstaust. Oder wo auch immer, ist mir egal. Ich komme gleich auf sie zu mit dem Namen. Ja, ich muss nur kurz zu denen gehen, bevor ich es vergesse. Die kann er sicher auch gleich kriegen. Lass uns kurz fertig werden hier, dann passt das. Danke. Feuerwehrauto. Ganz kurz. Ist mir relativ egal, was das heute für Gründe habt, dass ihr euch da gegenseitig die Körper geknallt habt. Aber das funktioniert nicht irgendwie auf einem Parkplatz von irgendeinem ranzigen Restaurant, wo du einen Cheeseburger für 99 Cent kriegen kannst, wo zig Zivilisten rumlaufen, verstehst du? Jo, man sagt das dem Grashüpfer, nicht mir. Ja, das ist mir relativ egal, wenn die da sind und euch in eurer... Was? Keine Ahnung, was der Grashüpfer da hinten für Probleme hat. Also da irgendwelche Diskrepanzen ab, ging ja gestern, glaube ich, schon drauf. Ist mir auch relativ egal, wenn ihr euch die Köpfe da einboxt, dann haben wir da wegen... Kannst du mal die Schnauze da vorne halten? Danke. Oh, Bitch-ass Kopfmann.
Mir ist das völlig egal, wenn ihr euch da... Ich krieg Puls. Wenn ihr euch da gegenseitig die Körper einboxt, ist mir das relativ egal. Aber wenn ihr da nochmal irgendwie auf so einem öffentlichen Platz da shootet, dann greifen wir da beim nächsten Mal ein. Das ist nur eine Vorwarnung und dann wird das auch hier im MD wieder anders ablaufen, ne? Alles klar, weiß ich Bescheid. Mir ist das egal, wie gesagt, macht das bei euch zu Hause oder beboxt, ist mir scheißegal, dann haben wir weniger Arbeit mit euch, aber schießt euch da nicht auf diesem öffentlichen Platz da die Köpfe ein, dann reicht mir das. Gut, dann haben wir doch nicht aus, wo ich angeschossen werde, oder? Alles klar, ja. Oh, rein, Bullfrog. Sind Sie durch? Jupp. 10 Uhr. Warten Sie, bekommen noch Tabletten. Oh, shit. So, dann gibt es jetzt einmal, wie gesagt, ein Blister mit Ibu 600. Ja. Und einmal, wie gesagt, Antibiotika. Und die Antibiotika geben jeweils 3 am Tag. Also morgens, mittags, abends eine. Okay, weiß dann, ich Bescheid, danke. Genau, und für Sie dann bitte einmal am 21. Ja. Kommen wegen Fanzine. Okay. Alles klar, danke, Herr Doktor, für Zusammenflicken auch rein, Mann. Ich bin schon da. So. What up, bro? Geht. Ja, what up? Wie geht's dir? Na, geht so. Meine Frau. Ist noch drin. Ich hatte wohl eine Kugel in der Schulter. Und mit der reingegangen, die ist schon lange vor euch reingegangen, ne? Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Ja. Habt ihr eure Knarre behalten dürfen? Ja. Perfekt. Ja, die haben mir in der Garten eine Ansage gemacht. Wenn wir es nochmal an einem öffentlichen Platz machen, dann werden die sich einmischen und auch gegen uns schießen. What the fuck? Ja gut, Bro. Wenn die Grünen anfangen so, dann... Was willst du machen? Aber die haben wohl die Projects auch getroffen. Cash. Lass mich mal kurz in die Hut, ich hol noch ein Auto. Oh shit. Was geht? Ja und? Sauce? Wie lebt sich so eine Sauce? Komm schon, Curry! Renne! Ah, oh, scheiße. Okay, Gun erstmal wegpacken. Hey, Hup, Gun wegpacken. Na gut, wenn man da getroffen wird, dann darf man sich aber auch wirklich nicht beschweren, Digga. Bei mir im Screen hattest du, also als ich wieder... Nee, das war nicht hier, sonst wären doch meine Leute weggelaufen. Haben die echt auf uns geballert, die Wichser, Alter. Ja, genau. Ja, sind eskaliert. Wie gesagt, wohl nicht nur auf euch, sondern auf die Project-Jungs und Ladies auch. Die haben auch was abbekommen. Digga, guck dir das an. Warum ist das so? Warum Leo? Ich hab Hunger.
Wer von uns lag alles lang? Wir alle? Nee. Ich nicht. Ich und Cory und die und drei Leute, die. Lass den jetzt in Ruhe, Mann. Drei Leute, die gar nicht dabei waren. Hey, what's up, man? Hey, komm, Alter. Die standen auch hinter uns, oder? Ja. Jo, Jacob stand hinter uns noch, Werner. Wie viele Autos haben wir hier? Ich hab nur mein BMX hier. Drei Stück oder so. Das wird nicht reichen, wir brauchen noch ein Auto. Wir haben nur drei. Wir haben drei Autos. Ach so. Also, sobald es mir besser geht, gebe ich dem eine Kopfnuss, Alter. Richtig Junge mit Wucht. Finde ich ein bisschen schade, dass die Verletzungen nicht ausspielen, so mit Walkstyle und so. Das finde ich tatsächlich echt ein bisschen schade. Ich glaube, der Typ ist lebensmüde. Er werde. Ich glaube, dass ein Chef umgefahren wurde. Jacob ist jetzt wohl mit Harper irgendwie da. Harper? Jeje, hat mir Dings heute gesagt. Bobby von dem Project, jeje. Die Harper ist aber auch überall drin, Alter. Projects tragen jetzt übrigens das rote Flag, ne? Jo, ja, hab ich auch schon gesehen. Gesehen. Können sie ja machen. Bimi hatte eins an. Ja, okay. Wer war das? Dann Nacho, wer war das gestern? An der Megamall? Dave, hast du gesagt? Wir sind auch schon am drum. Ja, Spoon hat das auch an, die haben das alle an. Oh, ist ja cool, sollen sie machen. Da fehlt jetzt noch deine Frau, Caleb? Lilly? Jo. Wer denn hin? Bald Jo, Alter, das ging alles so schnell, ne? Jo. Da kamen halt noch einige aus der Hut von denen rüber. Ehrlich jetzt? Jacob und so standen hinter uns, Mann. Nee, Guns hat mir gesagt, die sind noch irgendwie zwei, drei Leute aus dem Hoodie das rausgelaufen gekommen. Jacob ist rüber zum Hoodie das gegangen und ist dann wieder zurückgekommen. Haben halt auf jeden Fall noch zwei, drei Leute von hinten. Wirklich. Aber stehen wir alle ja noch. Der Dog?
Ops kann da gar nichts machen, das muss ein Medic machen. Warte mal, hier ist da ein Medic. Lilly ist da irgendwo in dem Flur noch drin, der Medic. Bist du gut? Ich war gerade in OP. Warum in OP? Was ist passiert? Ich hatte eine Kugel in der Schulter stecken und die musste rausoperiert werden. Ich habe da jetzt so Platten und Schrauben drin. Also ich habe gerade eine Frau operiert und du hast ein Upgrade bekommen. Nein, wenn es dir gut geht, ist es doch gut. Komm, wir gehen raus. Erzähl das mal den anderen mit den Platten und Schrauben. Nein, mach ich nicht. Doch, mach mal bitte. Das war eine ernste Sache. Ich hätte. Du bist so ein Arzt. Wir hätten alle sterben können, Mann. Ja, im Gegensatz zu euch war ich nicht bewusstlos. Warst du nicht bewusstlos? Nein. Oder, Cory? Erzähl mal, was hier passiert ist jetzt. Nix. Erzähl doch mal. Mir ist nichts passiert. Cory, erzähl. Bin neugierig. Ja, ich habe jetzt eine Titanplatte und Schrauben in der Schulter. Und das ist auch nicht witzig, weil das tut echt weh. Das ist cool. Wollte nur wissen. Ja, ist okay. Ich hab grad gesagt, also hat sie ein Upgrade bekommen. Oh, Bro. Schon ein Wichser und die. Mir Sorgen gemacht, wenn sie mir nicht entgegengelaufen wäre. Digga, wenn das an GTA liegt, wenn das am Client liegt, was da gerade passiert ist, Digga, dann werde ich behindert. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Was? Was Desmond gesagt hat. Was hat der gesagt? Ich hab mich zugehört gerade. Okay, wir sind vollzählig, Mann. Oh, lass noch ja, Hause dann lass durchziehen, Mann. Jo, Mann. Oh Mann, die sind da die Straße anziehen, gar keinen Bock. What's up, man? Guck dir das mal an, Digga. Weil, egal, ich sag nichts. Das ist jetzt zu spät, ich stehe nicht nochmal auf. Meine Frau lag gar nicht auf dem Boden, hat die mir gerade erzählt, wa? Nein, nein. Das war weggerannt. Ich hab trotzdem getroffen. Gerade aus der Bude gekommen, da saßen die in der Karre, Mann. Cash, Desmond und Cory. Was geht ab, AK? Meinst du, die haben meine Schuhe schon? Ja, haben die noch nicht. Ist das von Cory fertig? Das von Cory und Lili ist fertig, aber keine Ahnung. Auf Fragen gehen. Ja. Jo, Caleb, alles gut bei dir? Ja, ich bin. Ja, ich hatte Glück. Du hattest Glück, ja? Ja, ja. Ja, von uns wurde einer erwischt. Ich hab das gerade erst alles schön mitgekriegt. Eigentlich rufe ich eigentlich an wegen deiner Frau, weil die hat mir irgendwas gesagt und keiner wusste was genau. Ja, die ist gerade aus dem OP gekommen, die ist jetzt wieder bei uns. Oh shit, okay. Ja, dann ruht euch erstmal aus, ja? Wer von euch wurde denn erwischt? Sean hat einen Streifschuss abgekriegt und Dave seine Karre haben sie durchlöchert. Ich werde da auf jeden Fall heute nochmal rübergehen mit Spoon. Schnürsenkel ist offen, Mann. Oder die Tage, mir ist es egal. Oder sollen wir warten, bis ihr da fertig seid? Ja, das Ding ist halt... Am Ende des Tages war das ja nicht gegen euch gerichtet von denen, ne? Ja, ist klar, ist schon klar, aber trotzdem, ne? Also den Scheiß Lackschaden können die zahlen.
Naja, natürlich. Am besten, mir wäre es lieber, wenn ihr wartet, bis wir fertig sind mit denen. Ja, alles gut, kein Stress. Also ich bin auf jeden Fall verletzt die nächsten paar Tage so. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch was machen werde, morgen oder übermorgen, aber... Ja, ruh dich erstmal aus. Ich muss jetzt erstmal warten, bis mein Rücken verheilt ist. Ja, Mann, ist wichtiger. Alles klar, Bruder. Jo. Danke für die Nachfrage, ne? Jo, hau rein, okay, ja. Okay, hau rein. Projects haben sich gerade erkundigt, ob es uns gut geht. Jo, war auch fresh, die haben uns da geholfen, Mann. Wie geht's denen? Also irgendwie hat Ganja mir gesagt, Alter, die wurden... Ja, einer von denen sind Streifschuss und einer von den Karren wurde durchlöchert. Okay. Ey, Nacho. Jo. Wenn du demnächst was planst, deine Knarre zu ziehen, ne? Dann solltest du das irgendwie vorher kommunizieren, weil ich hatte meine Knarre nicht mal am Mann, Alter. Ich auch nicht. Da war ja nichts geplant. Ja, trotzdem hast du die gezogen und wolltest sie in seinen Mund stecken. Ist alles easy, kannst du machen, wie du meinst, aber da musst du uns irgendwie vorher einen Hinweis geben, so. So wie bei Blue's Clues. War doch okay, war nice, aber... Oder ich dachte mir nur so, auf einmal geht das da Rambazamba, ich dachte mir so, ich bringe meinen weißen Arsch in Sicherheit, Alter. Ja, ich wollte mich auch in Sicherheit bringen, Alter, auf einmal kriege ich Schüsse in den Rücken. Und beim Weglaufen hat mir einer ins Bein geschossen und ich bin voll auf die Fresse geflogen. Das war's dann. Oh shit. Wurde geklebt. Ich weiß nicht, wollen wir da mal einen Joint mit hochnehmen und dann mit denen einen rauchen gehen oben in den Projects? Kein Plan, Alter. Ja, war ja schon fresh, dass sie uns geholfen haben, Mann. Ja, das können wir morgen machen, aber doch nicht heute, Alter, mit offenen Wunden. Du bin geklebt. Boah, jetzt schimmel ich jetzt auch eben erstmal in die Bude aufs Sofa von dir, Cory. Mach das. Gönn dir, Ivy. Wo ist eigentlich T? War der nicht eben auch noch irgendwo? Ein Plan. Das letzte Mal, dass ich... War doch mit dem an der Tanke geschillt, oder? Wo der erzählt hat, dass er seine Rubine da machen war. Rubine? Hat. Ich hab ihn gesehen, da ist er in den Bude gegangen. Ah, der hat schon wieder zwei Rohrubine gefunden, fuck. Was? Jo. Ja. Digga. Wie kann man so verficktes Glück einfach, haben, Mann? Einfach T und das mit, Alter. Ja, weiß ich auch nicht, wie ich glaub, das so hat nichts mit Glück zu tun. Ich glaube, das hat einfach damit zu tun, weil die halt jeden Tag arbeiten, Mann. Hä? Wie ich gehe jeden Tag arbeiten? Ich dachte, ich mache sowas auch mal, dann gehe ich einmal arbeiten, finde nichts, gehe nicht mehr arbeiten. Natürlich. Ich bin so oft am Arbeiten, Bruder, weil er dieses Auto haben will, Mann. Ja, und wegen dir hat er jetzt weniger Geld. Wegen mir? Jojo, du hast ihn überredet, dass der bei der Rubine anschmeißt. Ach, pappalapapp. Nur einer durchgegangen. Hätte ich das gemacht, wären beide durchgegangen. Kann er mir verkaufen. Auf meiner Seite. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, Alter, aber mir geht's überhaupt nicht gut. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall hinhauen. Jo, jo.
Pack mich jetzt vor die Glotze, Alter, mach mir irgendwas an, wo mir das Gehirn bald wegfährt. Jo, das ist cool. Ich muss das aber auch. Fuck Bunny. Hier, Rick und Morty oder so, Alter. Wo ist deine Roten eigentlich, ne? Ah, da ist er doch, da ist hier. Ich bin jetzt auf jeden Fall in der Bude, bis morgen. Ich bin auch in der Bude, haut rein. Tschüss, Mann. Die falsche Szene. Ja, war ein nicer Tag, so, ich bin ehrlich, hat Bock gemacht. Lass mal gucken. Weiß gar nicht, wer gerade alles noch hier ist, Jungs. Aber ich hau euch mal rüber zu einem von der CGF, der streamt auch, habe ich gerade gesehen. Und dann. Okay, das ist wieder so ein. Kann man jetzt wieder meme, wenn ich das sage, aber. Ich denke mal, Jungs, ich mach den Stream morgen oder übermorgen wieder an, wa? Jungs, das war ein bisschen Liebe bei dem da, auch wenn ich das Slang nicht fühle, aber alles easy. Jungs, bis morgen oder übermorgen. Oder bis nächsten Monat, haut rein.